Wait a minute, das ist eine Einordnung von Leroy. Ich bin 2 Minuten drin und es ist ja vollkommen crazy. So, dann lass uns mal, oh Gott, lass uns mal in das schwierigste Video des Tages hineingehen, weil ich glaube, jetzt habe ich die mentalen Kapazitäten dazu. Markus Rühl trifft die Veganerin. Vorher zur Einordnung. Meine Positionen zur militanten Veganerin sind ja sehr klar. Allerdings empfehle ich euch gerne die ausführlichen Aufklärungsvideos von Tilted Floste, der sehr stabiler Kollege, der die gesamte kritische Personalie der militanten Veganerin in einer äußerst, sagen wir mal, sachlichen und auch kontextbezogenen Art und Weise dargestellt hat, um zu zeigen, was mit dieser Frau eigentlich wirklich ist und wie das so aussieht und ob dieser ganze Aktivismus wirklich Aktivismus ist, der Bewegung wegen oder eigentlich nur, um die eigene Personalie in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen möchte ich das vorher sagen, weil ich möchte die Frau, die wir jetzt hier gleich sehen, nicht uneingeordnet lassen, bevor wir das Video gucken. Sie wird sehr kritische Sachen sagen, sie wird menschenfeindliche Sachen sagen, sie wird eventuell, das steht zur Debatte, Kriegsverbrechen relativieren, sie wird Dinge machen, die ihrer vermeintlichen Agenda zutünlich sind, aber es sollte klar sein, was dahinter steckt. Deswegen mache ich jetzt hier kurz eine Anmoderation dafür. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Leroy-Video, das heißt, es wird wenig gesagt werden neben den eingeladenen Personen. Und wir sehen hier auch schon die militante Selbstdarstellerin auf der linken Seite und den fleischgewordenen Muskel auf, also den menschgewordenen Muskel, Markus Rühl auf der rechten Seite. Die Personen sitzen sich einem Raum gegenüber, Leroy teilt diesen Raum und wird jetzt Moderation üben. Wie das Ganze läuft, kann ich nicht genau sagen. Es könnte aber crazy werden. Wird Leroy was sagen? Wird er sagen, da kenne ich mich nicht mit aus, da werden wir später mal gucken und eine Einblendung machen? I don't know. Ich überspringe die Clips am Anfang und gehe direkt zum Video, ne? Damit wir nicht aus kontextlosen Aussagen und so, wir gehen direkt rein. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy. Diese heutige Folge, die ihr seht, die haben wir letztes Jahr gedreht und lange überlegt, ob wir sie überhaupt hochladen sollen. Und einige von euch haben davon mitbekommen und haben sich genau dieses Video gewünscht. Und für diejenigen, die gar nichts mitbekommen haben, ich hole euch mal kurz ab, was letztes Jahr? Seit dem Dreh leider passiert ist. Zum einen treffe ich heute erstmal auf Markus, der eine absolute deutsche Bodybuilding-Legende ist. Markus Rühl ist sogar unter dicken Männern wie mir ganz klar bekannt als der menschgewordene Muskel. Eine personifizierte Darstellung von Kraft. Durch seine Dokumentation und begleitende Vlogs hat er schon Memes rausgeballert, die seinesgleichen suchen. Wenn ich an Markus Rühl denke, dann denke ich an Thunfisch. Und vor allem bei Wettkämpfen immer auf seine Ernährung geachtet hat. Und deshalb heute die Position. Ich sage auch, Markus Rühl hat keine Geschmacksknospen. Markus Rühl ist der absolute, Markus Rühl ist, aber nicht wegen des Geschmackes oder weil er irgendwas nicht mag, sondern einfach, weil das seine Arbeit ist. So, also wie meine Arbeit hier sitzen ist, ist seine Arbeit, Kalorien zu verbrennen und sich wieder zuzuführen. Des Fleischessers einnimmt. Und ich treffe auf Raffaela. Sie setzte sich zum Zeitpunkt des Drehs für die vegane Lebensweise und den Tierschutz ein und nennt sich deshalb die militante Veganerin. In mehreren Videos hat sie Fleischkonsum mit dem Holocaust gleichgesetzt. Holy shit! Wait a minute! Das ist eine Einordnung von Leroy! What the fuck? What? Leroy! Was ist passiert? Ich distanziere mich. Leroy ordnet das ein. Ebenso heute. Solche Äußerungen sind äußerst respektlos gegenüber Opfern derartiger Gewalt. Warte mal, sie wird auch in diesem Video den Deshalb wurde 2004 gerichtlich verboten, Fleischkonsum mit dem Holocaust zu vergleichen. Außerdem soll sie Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben. Leroy! Ah, was passiert hier? Ist das ein Fake? Ist das... was passiert hier? Leroy! Oh mein Gott, Leroy! Ich bin 2 Minuten drin und es ist ja vollkommen crazy! Und zusätzlich hat sie transphobe Äußerungen im Internet verbreitet. Alter. Ey. Our word was heard. Wir müssen wem auch immer danken,
Ich danke Leroy und seiner Gang dafür, dass sie endlich Funk verlassen haben, um diese kreative Freiheit zu bekommen, die sie brauchen, um ein Rückgrat zu entwickeln. Ey, das ist ja gut stabil. Oh Gott, ich habe ganz harte Nippel. Entschuldigung, also das ist ja krass. Das sind alles Werte, die ich nicht gutheißen kann und die wir als Community auch nicht supporten. Alter, ist das stabil. Trotzdem sehe ich in diesem Video eine Chance, auf den Tierschutz aufmerksam zu machen. Und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle die Stiftung 4 Pfoten vorstellen, denn sie retten Tiere. Ich selbst habe jetzt 1.000 Euro gespendet und ihr könnt aber auch schon mit wenigen Euros eine große Unterstützung sein oder mit ehrenamtlichem Engagement. Die Jungs und Mädels dort werden sich riesig freuen. Stallwut. Das ist ja schon, also die Einordnung, Gott sei Dank, also ich bin schon mehr als verblüfft, dass diese Einordnung stattgefunden hat. Ich bin fast sprachlos, denn ich hätte nicht erwartet, das ist halbe WWE, Alter. Wirklich, das ist halbe WWE. Das ist ein Faceturn, den ich nicht erwartet hätte. Oha. Und ihr könnt natürlich kostenlos diesen YouTube-Kanal unterstützen, indem ihr ihn aktiviert und die Glocke abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank an alle, die das getan haben. Und jetzt legen wir los mit dem Video. Ganz klar. Stabile Einordnung, berechtigte Worte, alles das, was ich gerade auch erwähnt habe, nochmal konkreter, ein bisschen in Einzelfällen. Sehr gut, sehr f***ing gut. Bis jetzt, das ist schon mehr, als es jemals gab, oder? Hab es mal solche Einordnungen gegeben von Leroy vorher? Vielleicht in Einzelfällen, aber das ist schon sehr gut. Hallöchen, ihr Lieben, hallo. Grüßt euch. Na, alles gut. Danke für die Einladung. Sehr schön. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du. Oh Gott, Markus Rühl, könnt ihr dir nicht einen angemessenen Stuhl geben? Weißt du, letztens haben wir noch gelacht und irgendwelche Leute haben abfällige Kommentare darüber gemacht, dass übergewichtige Menschen in Flugzeugen 2 Tickets zahlen müssen, weil die 2 Sitze einnehmen. Was machst du denn dann, wenn Markus Rühl kommt? Mach da mal einen dummen Spruch. Herr Rühl, Sie passen nicht. Was hast du gesagt? Bleiben Sie da sitzen, alles gut. Das Einzige, was du da machst, ist Platz. Du hier bist. Danke. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ja, soll es geben, ne? Mein Name ist Raffaela, ich bin Tierrechtsaktivistin und ich habe das letzte Jahr damit verbracht, Menschen zu vermitteln, dass nichtmenschliche Tiere genauso Personen sind wie unsere Mitmenschen und dass wir uns gegen die größte Diskriminierungsform auf dem Planeten einsetzen sollten, den Speziesismus, also die Diskriminierung von den nichtmenschlichen Tieren. Okay, das heißt, du meinst es wirklich ernst und wen haben wir auf der anderen Seite? Wer bist du? Hätte man auch als Frage formulieren können, ehrlich gesagt. Muss ich sagen. Hätte man auch als Frage formulieren können. Alter Schwede. Ja, Markus Rühl, ehemaliger Bodybuilding-Profi. Mhm. Jetzt außer Dienst, nur noch Spaß an der Freude am Training und natürlich begeisterte Fleischer. Okay, das heißt, hier treffen 2 Welten aufeinander. Ich bin total gespannt auf einen konstruktiven Austausch und bin auch gespannt auf eure Meinung zu Hause. Also schreibt sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht hört ihr auch von den verschiedenen Seiten heute Argumente, die ihr vielleicht richtig gut findet oder gar nicht so nachvollziehen könnt. Also lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Und ich würde direkt mal bei dir anfangen wollen, Raffaela. Was genau heißt das eigentlich, vegan zu leben? Also die Definition von Veganismus lautet, soweit wie praktizierbar und möglich, sämtliche Formen der Grausamkeit und Ausbeutung von Tieren für unsere Kleidung, unsere Ernährung und für andere Zwecke zu vermeiden. Veganismus ist ein Grundsatz, um sich von der Ausbeutung von den anderen Tieren als Menschen zu emanzipieren, also moralisch fortzuschreiten. Mhm. Das ist eine Philosophie im Endeffekt und keine Ernährungsweise, was viele Menschen denken. Es ist auch keine Umweltbewegung oder ein Gesundheitstrend. Den Veganismus gibt es schon sehr lange als ethisches Konzept. Wir sind ja als Gesellschaft mittlerweile schon so weit, dass wir sagen, rassistisch sein ist nicht okay, sexistisch sein ist nicht okay, ableistisch sein ist nicht okay. Und speziesistisch sein, also die Tiere zu diskriminieren, ist auch nicht okay, wenn ich euch das mal zeigen darf. Also im Sexismus sagt der typische Rassist, das ist nur prototypische Beispiele übrigens, man kann natürlich... Leroy hat sie gefragt und das war das Problem. Auch sexistisch gegenüber Männern sein und so weiter und so fort. Der Sexist sagt, wir dürfen Frauen als Objekte oder Sklaven behandeln, weil es halt nur Frauen sind. Mhm.
Der Rassist sagt, wir dürfen beispielsweise Menschen dünklerer Hautfarbe oder anderer kultureller Hintergründe als Sklaven behandeln, weil es ja nur, was weiß ich, Schwarze sind oder Personen anderer rassistischen, anderen kulturellen Hintergrundes. Und der Speziesist sagt, wir dürfen die anderen nichtmenschlichen Tiere als Sklaven verwenden, weil es sind ja nur Tiere. Schön, dass du ein Schild mitgebracht hast. Die zweite Form des Speziesismus, die es hier gibt, ist unsere Unterteilung, willkürliche Unterteilung, in die sogenannten Haustiere, die wir schützen würden und als Familienmitglieder behandeln, gegen die sogenannten Nutztiere, die wir systematisch diskriminieren, einfach nur, weil sie eben keine, sie sind keine Haustiere oder Menschen sind. Und jede Form dieser Diskriminierungsarten beruht auf der gleichen irrationalen und gewalttätigen Denkweise, dass eine Gruppe sagt, wir sind wichtiger als die andere und wir deswegen die andere unterdrücken und benutzen dürfen. Markus, direkt mal die Frage an dich. Du siehst dich ja, glaube ich, besonders bei diesen Nutztieren. Ja, wobei ich kein Hund und Schwein bevorzuge. Also ich würde auch einen Hund essen. Ja? Wenn es jetzt zu mir ans Eingemachte geht und ich hätte keine anderen Lebensmittel mehr, würde ich auch einen Hund essen irgendwann. Also ich tue jetzt nicht das Schwein hinter den Hund stellen oder so. Ich sehe einfach eine Tierhaltung, eine Tiernahrung in ordentlicher Form natürlich, in umweltgerechter Form und dementsprechend auch ein Tier als Nahrungsmittel, weil es schon evolutionär das ganze Leben so ist. Das ist nicht okay, Markus Rühl. Du solltest keinen Hund essen. Du solltest eine Katze essen. Weil damit hat sie kein Problem, denn es ist ein karnivores Tier, ein Tier, das andere Tiere tötet. Und deswegen, da kann man auch... deswegen ist das dann schon wieder kein Problem. Aber Hundedinger... Finde ich absolut legitim, wenn das in ordentlichen Bahnen läuft und natürlich kein Über... Hunde nicht karnivor? Nee, Hunde kannst du auch komplett pflanzlich ernähren. Also ohne Probleme mit etwas... Das doch, es gibt Probleme, das Problem ist der Aufwand. Aber... Du könntest Hunde auch komplett pflanzlich ernähren, ohne Probleme. Wenn du das anständig umstellst, würde das funktionieren, ohne dass du da irgendwelche negativen Effekte hast. Schlachterei, oder? Da bin ich vollkommen bei. Soll man aber nicht. Lass uns nicht. Also jetzt müssen wir mal, wir müssen die Fakten anerkennen. Tatsächlich müssen wir die Fakten anerkennen. Die Aussage, dass dem Hund irgendwas schaden würde, wenn du den pflanzlich ernährst, mit den entsprechenden Wissen und den Stoffen, die es gibt, also, dass dir den irgendwie schaden würdest, ist falsch. Wenn du sagst, du machst das nicht, was ich auch nicht mache übrigens, ich habe auch Tiere, ich würde die auch nicht pflanzen, ich kann die auch nicht komplett pflanzlich ernähren. Es gibt Variationen, wie beispielsweise Hundesnacks, die komplett pflanzlich sind, auch sehr geil. Aber komplett pflanzlich funktioniert halt manchmal und funktioniert halt manchmal nicht. Es ist aber möglich und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, möglich mit Abstrichen, sondern es ist möglich ohne Abstriche. Das hat nichts mit, das ist Ideologie getrieben. Das ist irgendwas, das ist einfach so. Bei Katzen allerdings gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, darum erwähne ich das. Bei Katzen Markus ist es so, dass du... zwei Hamster links und rechts in der Hosentasche für den kleinen Hunger. Textbloid 5. Bei Katzen ist das nicht so einfach. Es gibt jetzt erste Möglichkeiten, dass man sagt, hey, wir machen da synthetisches Fleisch und sowas. Funktioniert, das gibt auch schon erste Ideen dazu, aber ich möchte sagen, dass wenn ihr das nicht macht, dass ihr das nicht macht, weil es nicht möglich ist, sondern ihr macht das nicht, weil ihr eventuell die Zeit nicht habt, die Motivation nicht habt, weil ihr es gewohnt seid oder weil ihr diesen Schritt nicht gehen wollt, aber ganz am Ende müssen wir anerkennen, und das ist wichtig in so einer Debatte, dass es vollkommen möglich ist, ohne dass man auf Defizite stößt. Ne? So, ganz einfach. Ich will jetzt euch nicht vor, ich bin selber, da ich selber Hunde habe, sage ich, werde ich euch das niemals vorarbeiten, wie ihr das machen müsst oder wie ihr das nicht machen müsst. Das ist wichtig. Ja? Es ist nur für mich in dem Moment, um das einfach nochmal zu sagen, auch wichtig zu sagen, hey, es ist auf jeden Fall möglich. Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Bei dir, wenn man die kleinen Küken dann verschreddert und so weiter, das ist eine Schweinerei, das gehört vollkommen abgeschafft. Aber ansonsten finde ich für die Weiterentwicklung, für die Instandhaltung des Menschen, gerade in heutiger Zeit, weil wir keine Ersatznahrungsmittel haben, wir sind gerade in der Getreideengpass und wenn wir jetzt das Fleisch auch noch wegmachen, bald haben wir nichts mehr zu essen. Also wie soll es weitergehen? Ich finde, wie gesagt, ich bin da vollkommen bei dir. Ich bin auch Tierschutz absolut top. Aber zu einem gewissen Maß ist der Selbsterhaltungstrieb nach wie vor da. Und ich finde halt die Ernährungsweise, wenn man jetzt komplett auf Tiernahrung, ich bin bei Möbel, bei Kleidung, das kann man alles ersetzen, keine Frage. Bei der Ernährung ist es halt einfach so, dass es eine Form des Lebens ist und des Überlebens ist. Und da bin ich etwas differenzierter Meinung. Alles andere unterschreibe ich sofort. Ich esse auch mein Obst, Gemüse. Ich esse auch meine Quark, meine Eierspeisen. Ich esse auch mal ein Stück Fleisch. Also ich habe schon meine aktiven Zeit 500, 750 Gramm. Kurze Einordnung. Wenn Markus Rühl sagt, es ist nicht genug Essen da,
muss man ihm leider sagen, viel von dem pflanzlichen Getreide beispielsweise oder pflanzlichen Stoffen, die hergestellt werden, werden hergestellt in einer gigantischen Maße, um Tiere zu züchten und Tiere zu versorgen. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man würde auf die Tierzucht verzichten, würde das über alle Maßen Möglichkeiten geben, eine Versorgung mit den gleichen Stoffen andererseits. Also das würde funktionieren. Allein die Subventionierung, wenn man das mal so ein bisschen anguckt, wie Tierhaltung, Massentierhaltung subventioniert ist, wie euer Produkt, was ihr kauft, beispielsweise wenn ihr konsumiert, ne, geht ihr rein und holt euch irgend so ein fleischliches Produkt, was das kosten würde, wenn da nicht Milliarden rein subventioniert werden. Also Milliarden, das ist schon crazy, ne? Schon krank. Wir haben Hühnchenbrust gegessen am Tag oder mal ein Stück rotes Fleisch, ein Filetsteak. Wir müssen halt auf proteinreiche Ernährung achten. Das kann auch mal ein veganes Protein sein, absolut. Wobei die Bioverfügbarkeit für die Muskelzelle halt einfach aus tierischem Protein aufgrund der Aminosäurebilanz einfach eine bessere ist. Heute, wo ich jetzt nicht mehr aktiv bin, bin ich jetzt auch nicht mehr so in dem Thema drin. Ich esse schon mal ein Stück Fleisch, esse auch mal ein Stück Schinken oder Salami, wie mein kleines 5-jähriges Töchterlein auch. Wir essen auch mal Salami-Bratabend zusammen und haben da absolut kein schlechtes Gewissen dabei. Okay. Du hast dich ja dein Leben lang irgendwie mit Körper, Essen und Wirkung irgendwie auseinandergesetzt. Aber ich bin auch ein Tierfreund, ich liebe Tiere, aber trotzdem finde ich halt einen gewissen Aktionismus, wenn man sagt, man soll das alles schützen, weil dann hören wir auf, dann brauchen wir gar nichts mehr machen. Dann fliegen wir nicht mehr im Urlaub, dann machen wir kein Flugzeug, dann haben wir keine Kleidung mehr, da brauchen wir gar nichts mehr machen. Dann lassen wir den Spaß alles sein, fahren mit dem Fahrrad, essen Gemüse und fertig ist. Dann. Das war jetzt ein bisschen überspitzt, aber trifft es das aus deiner Sicht so ein bisschen? Du hast einige Sachen gesagt, die ein paar logische Fehlschlüsse drin hatten. Unter anderem hast du gesagt, es war immer schon so, also dürfen wir es mal machen, praktisch als Rechtfertigung. Zu meiner Lebenszeit. Natürlich, was vor mir war, kann zu ich meiner Lebenszeit auch. Also ich bin genauso aufgewachsen wie ihr wahrscheinlich. Ich habe Fleisch, Milch, Eier, Käse gegessen. Ich war in Zoos und Zirkussen. Ich habe Produkte in mein Gesicht gegeben, die sicherlich an Folterexperimenten an Tieren getestet wurden, bis ich eben verstanden habe, dass es hierbei um eine Diskriminierungsform gibt und ich das Gleiche ja auch nicht den Mitmenschen antun würde für meine Freude. Wo hast du das, wie kam das? Also das würde mich interessieren, wo du so geswitcht bist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich maße mir an, das mal klarzustellen. Meine persönliche subjektive Wahrnehmung der militanten Selbstdarstellerin ist, dass sie, ich finde sie unheimlich unsympathisch, Digga. Also wirklich sehr, sehr unangenehm. Auch die Stimme und alles dazu. Deswegen fällt es mir sehr schwer, diese belehrenden Argumente nicht in den falschen Hals zu kriegen. Und ich sage das jetzt einfach mal, damit ihr das einordnen könnt, wenn ich da immer mal so ein bisschen schnippische Kommentare mache. Weil, Alter, wenn die anfängt zu reden, dann denke ich einfach nur, Alter, Maul, Alter. Also nur kurzer Einwurf von mir. Also ich habe Medizin studiert und da ist mir einfach sehr früh schon aufgefallen, hey, unsere Ärzte und Professoren sind genauso ungesund wie die Patienten, die wir behandeln. Sie haben die gleichen Erkrankungen, sehr häufig Übergewicht und dann habe ich mich sehr früh mit der rein pflanzlichen Ernährung auseinandergesetzt. Nach meinem letzten Staatsexamen hatte ich ein Gespräch mit meinen Eltern an einem Tisch und wir haben ein Spiel gespielt, das irgendwie so ging, hey, wenn du Diktator wärst, was wäre das Erste, was du änderst, so ungefähr. Und dann war ich an der Reihe und ich wusste halt die ökonomischen Argumente, du hattest vorher was mit dem Getreide gesagt, darauf möchte ich später nochmal eingehen, weil unter anderem das meiste Getreide der Welt ja an die Tiere verfüttert wird und du sagst Getreideengpässe, aber gerade momentan. Ja, unter anderem, weil wir es an die Tiere verfüttern, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich wusste die ökonomischen Argumente, die gesundheitlichen Argumente und dann habe ich halt gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir nicht alle rein pflanzlich leben. Oh Gott. Und habe halt gesagt, ich würde das alles Tierprodukte verbieten. Aber du sagst, eine gewisse Art von Rassismus, das ist ja auch eine gewisse Art von Rassismus, wenn du den Menschen verbietest, eine Ernährungsform zu leben, die er sich freiwillig aussuchen darf. Das ist keine Diskriminierungsform. Das ist ja der größte Aktionismus. Nein, das ist keine Diskriminierungsform, aber wir können darauf... Finde ich schon, wenn du was anderem verbietest, dann ist das Rassismus. Du kannst es gerne finden, aber es ist halt einfach keine Meinung, sondern eine Frage der Logik in dem Fall. Und die Logik. Das ist halt einfach inkorrekt, das heißt Diskriminierung zu bezeichnen. Weiß ich nicht, ob das eine Logik ist. Aber ich beantworte kurz noch die Frage vom Leroy fertig, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe diese Frage dann eben so beantwortet, dass ich das verbieten würde. Und der Freund von meiner Mutter ist damals aufgesprungen und hat gesagt, ja, ich sei ein, ähnlich wie du gerade reagiert hast, ich schreibe den Menschen vor, wie sie zu leben haben. Und ich sei schuld an Sachen wie Sklaverei. Menschen wie ich wären schuld gewesen an Sachen wie Sklaverei, weil sie das eben anderen vorschreiben. Mittlerweile besitze ich die Eloquenz zu sagen, nein, Menschen wie ich sind der Grund dafür, unter anderem, dass Sklaverei und andere Ungerechtigkeiten nach und nach aufgehört haben. Genau. Menschen wie sich sind der Grund dafür, dass Sklaverei und vieles andere aufgehört hat. Ja. Also in einem Weltbild dieser Art, und ich bin wirklich jemand, der mit
einem großzügigen Ego gesegnet ist, kann ich mir selbst mir mal nicht mal vorstellen, so eine selbstbeweihräuchernde Logik zu haben. Alter Schwede. Ey, ich bin schon wirklich ein sehr selbstverherrlichender kleiner Motherfucker, ja. Aber, Verzeihung, aber das, da musste schon, schon sehr hoch, sehr groß. Ach, Entschuldigung, musste niesen. Damals natürlich konnte ich das nicht, hatte Tränen in den Augen und habe ihn nur gefragt, wie er das rechtfertigen kann. Und dann meinte er, ja, die Tradition, das war immer schon so. Und ich habe ihm dann halt entgegengerufen, ja. Genau so passiert übrigens. Rassismus war auch immer schon so, Vergewaltigung war immer schon so. Damals, was weiß ich, der Sklaverei haben wir das genauso begründet oder gar im Holocaust, im Zweiten Weltkrieg. Da ist er, wir haben 11 Minuten 10, der Holocaust. Hat nicht lange gedauert. Bisschen länger als erwartet, vielleicht. Aber es ist der Holocaust again. Diskriminierung von anderen, als das war halt immer schon so gegeben. Und dann ist er halt einfach ausgetickt und hat gesagt, ja, wie kannst du das mit der menschlichen Sklaverei oder mit menschlichen Verbrechen vergleichen? Das sind ja nur Tiere. Und in dem Moment hat es bei mir so einen Klickmoment gegeben. Ja. Weil ich wusste, genauso wie wir früher gesagt haben, das sind ja nur Frauen, das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Tiere. Ja. Jetzt die moralische Einstellung von fast jedem, der sich an dieser Diskriminierungsform still und mitläuferisch beteiligt. Und ich möchte da nicht mehr mitlaufen. In dem Moment habe ich Veganismus verstanden. Ich habe mir dann ein Buch besorgt und das in einer Nacht durchgelesen. Auch alles genauso passiert. Sollte man nicht in Frage stellen. Es ist alles exakt so geschehen. Warte ganz kurz, bevor du da. Und das Ganze ist 2 Jahre und 6 Monate her. Übrigens, Saum kann sich so gut daran erinnern, weil das schon, weil es erst 2 Jahre und 6 Monate her ist. Dazu kommt, wie hat denn deine Mama reagiert? Weil die ist da. Die ist aufgewacht. Still daneben gesessen, die ist auch nach wie vor, hält sie mich für eine extremistische, militante Veganerin. Und die hat mir da nie den Rücken gestärkt oder mich gegen ihn verteidigt. Ich verkneife mir jetzt mal Kommentare zu ihrem familiären Situation. Und ich habe dann ein Buch besorgt, wo ich verstanden habe, okay, das ist die größte. Und ihr solltet das auch übrigens, Chat. Massenvernichtung, die in der Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten jemals stattgefunden hat. Und zufällig auch wahnsinnig viele, nicht nur mentale, sondern auch technische Parallelen zu mehreren Arten des Holocausts hatte. 2. Und in dem Moment wusste ich, habe ich das Wort Speziesismus kennengelernt. Wie würden wir das denn nennen, wenn wir solche Verbrechen an Menschen ausführen würden? Wie würden wir das denn nennen, wenn wir jetzt zur nächsten Hühnerfarm fahren, da wo sein letztes Mittagessen lag und dort diese Opfer mit Menschen ersetzen? Aber glaubst du nicht, dass gerade so Angehörige, Nachkommen von, oder es gibt auch viele, die den Holocaust überlebt haben, die das vielleicht jetzt sehen, dass sie sich da schon arg vom Kopf gestoßen fühlen bei dem Vergleich? Absolut, weil sie vielleicht gegebenenfalls nicht weiter denken können, dass das eigentlich sehr viel Sinn macht, was ich sage. Beziehungsweise fast viele, sogar Überlebende des Holocaust, sagen, ich bin selbst eine Angehörige von Personen, die in Maria-Theresien-Stadt ums Leben gekommen sind. Meine Familie hat jüdische Wurzeln und das wurde auch in unserer Familie immer wieder besprochen. Nicht, dass das mir mehr oder weniger das Recht gibt, über objektive Parallelen zu reden. Ich finde nicht. Objektive Parallelen. Nur weil man von etwas betroffen ist, man nur dann objektive Parallelen aufzeigen kann. Objektive Parallelen ist der ekelerregendste Zusammenhang, den man hier erstellen kann. Objektive Parallelen. Zur Auflockerung. Schmeißen Sie den Cringe weg! Runter mit dem Cringe oder ich schieße! Leg den Cringe weg! Danke. Kann oder Diskriminierungsformen vergleichen kann. Aber es gibt auch sehr viele, wie ich gerade erwähnt habe, Holocaust-Überlebende, die jetzt noch leben, beispielsweise Dr. Alex Herrschaft, der jetzt knapp 90 ist, der seit über 43 Jahren vegan ist und dessen Lebensgeschichte kann ich auch jedem ans Herz legen, weil nur wenn wir Parallelen ziehen und nur wenn wir uns emotional daran erinnern, können wir als Gesellschaft moralisch uns weiterentwickeln. Mhm. Nur wenn wir sagen, das war furchtbar, dann ist das, wenn wir es genau das Gleiche machen, nur an anderen fühlenden Individuen auch furchtbar. Du selber bist jetzt Profi gewesen im Bodybuilding. Ich finde es sehr stabil erstmal, dass Markus Rühl da überhaupt noch sitzt, nachdem das gesagt wurde. Mr. Olympia hast du mitgemacht und alles drum und dran. Passt das aus deiner Sicht zusammen, dieses Profi-Bodybuilding-Level und vegane Ernährung? Ja, es gibt keinen Profi, der erfolgreicher Veganer ist. Im Leistungssport mag es sein, dass es der eine oder andere Fußballer, Handballer gibt oder so. Im Bodybuilding kenne ich keinen erfolgreicher Sportler, der eine vegane Ernährung lebt. Aktiven Zeit. Warum glaubst du, hat dann jemand, der Fleisch los...
Warum schreitet da Leroy nicht ein? Hat er doch. Den Sport betreibt, oder vegan den Sport betreibt, irgendwie einen Nachteil? Oder scheinbar kann er dieselbe... Arnold Schwarzenegger? Die war noch nicht vegan. Ganz gefährlich. Bezieht ihr euch auf diese Netflix-Doku von wegen diese dem Bodybuilder? Ich glaube, das war eine Netflix-Doku. Die war hoax, leider. Game Changer heißt die. Die ist fake. Also das ist nicht wahr, leider. Ende Oktober 2019 erschien Game Changer auf Netflix und seither ist aller Munde. Hinter den sogenannten Dokumentarfilmen stecken Hollywood-Großen und bekannte Spitzensportler wie James Cameron, Arnold Schwarzenegger und James Wilkes. Der Film will demonstrieren, dass Sportler mit rein veganer Ernährung bessere Leistungen erbringen können. Gleichzeitig weisen sie ihr nachdrücklich auf die Nachteile einer Diät mit Fleisch- und Milchprodukten hin. Ich sage bewusst sogenannter Dokumentarfilm, da der Streifen nicht die nötigen Kriterien erfüllt und sich so zu nennen. Die Darstellung der Tatsachen ist extrem einseitig, sowie häufig aus dem Kontext gerissen. Wissenschaftliche Argumente wurden falsch interpretiert und fehlen zum Teil völlig. Wenn man das nachschaut, ganz kurz, findet man dazu, dass die Berufung auf dieses Dokument da ein bisschen, ne? Beleistung. Ist nicht so gut ist. Es geht einfach um die Muskelzusammensetzung. Es geht um die biologische Verfügbarkeit von Aminosäuren. Es geht um Zusammensetzung. Es geht darum, dass eine vegane Ernährung immer sehr fettreich oder kohlenhydratreich ist. Das ist für uns eher minder produktiv. Es geht um Zusammensetzung von veganen Proteinen. Also ich kenne Leute, die sind auf vegane Ernährung umgestiegen nach ihrer aktiven Zeit. Die haben extrem viel Muskulatur verloren. Und sind dann wieder rückgerudert, haben gesagt, nee, das ist doch nicht so. Wir haben es probiert, aus ethischen Gründen haben wir es probiert. Für den Sport ist es allerdings tödlich. Aber ich lasse den Punkt stehen von Raffaela. Ethisch bin ich vollkommen bei dir. Ja? Also ich sehe vieles wie du. Ich habe ein kleines Kind. Ich möchte auch, dass sie noch eine Kuh und ein Schwein sieht und so weiter. Dass wir noch einen Zoo haben oder eine freie Wildbahn. Aber trotzdem gibt es hier tote Tiere. Und jetzt kommt die Vorwürfe. Let's go. Tiere zu essen. Naja, das ist auch eine freie Entscheidung. Ich gebe ihr gar nichts. Sie hat die Wahl zwischen ein Stück Apfel und einmal ein Stück Salamibrot. Und die ist auch das Salamibrot, ohne schlechtes Gewissen. Ja, vielleicht, weil du mal, währenddessen kein Schlachthaus zeigst. Vielleicht, wenn sie mal älter ist, darf sie sich gern frei entscheiden, also doch das nicht, zu wählen. Vorwürfe. Jetzt wird's halt ehrenlos, ne? Sie darf frei entscheiden, um Gottes Willen. Ich aber warst du mit ihr schon im Schlachthof? Klar, mit einer Vierjährigen, was hat er gesagt? Vierjährigen, klar, war schon grundsätzlich immer im Schlachthof, klar. Hast du ihr das schon gezeigt? Warum soll ich das denn machen? Naja, damit sie sich wirklich frei entscheiden kann. Ja, das wird sie noch frei entscheiden dürfen. Sie kann sich nicht frei entscheiden, wenn sie die gegebene Informationen dafür nicht hat. Das ist schon wieder Aktionismus, was du machst. Wieso denn? Ich soll mein Kind verbieten. Mhm. Vollkommen verstrahlt. Vollkommen verstrahlt. Schick deine 5-jährige Tochter in eine Fleischfabrik, damit die aufhört, das zu essen. Diese Erwartungshaltung... Das muss man erstmal unter die Stirn massieren, Digga. Bieten Fleisch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, hast du eben gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Wir können uns die Aufnahme gleich nochmal anschauen. Ich möchte nochmal, ich habe jetzt wieder so einen Moment, wo es eine sehr, sehr negativ. Oh Gott, ich kann. Das habe ich nicht gesagt. Hast du ihr das gezeigt? Insofern, warum gibt es dir das? Dessen hat sie eine freie Entscheidung. Sie hat die freie Entscheidung. Das hat sie doch gemacht. Ich tue meinem Kind nicht vorschreiben, ist das oder ist das. Du zahlst dafür, dass Tiere ins Schlachthaus kommen. Und dann gibst du ihr die Leichenteile dieser Ermordeten. Tiere. Das heißt, das ist alles pauschalisiert, was du wieder sagst. Das ist also die Tiere kommen nicht ins Schlachthaus, die du natürlich isst. Kommen die ins Schlachthaus. Wo habe ich da was pauschalisiert? Aber Tiere werden halt mal zur Nahrungsmittelkette weitergeführt. Und wenn wir jetzt weltweit das alles verbieten, wird es eine humanitäre Nahrungsmittelkatastrophe geben. Das müssen aber wir jetzt aber mal brauchst du tierische Produkte, um gesund zu sein? Braucht man vegane Ernährung, um gesund zu sein? Nein, meine Frage ist, brauchst du tierische Produkte, du hast mich gefragt, ich stelle die Gegenfrage. Braucht man eine vegane Ernährung, um gesund zu bleiben? Wir können mit rein pflanzlichen Produkten gesund sein. Wir können auch mit Tieren auch sehr gesund werden. Ja, genau, das können wir. Aber die Frage ist, unsere ganze Aminosäurebilanz zusammensetzen. Musst du Tierprodukte essen, um gesund zu sein? Ja, man muss gar nichts. Man muss also nicht. Die Frau. Man muss auch keine vegane Ernährung haben, um die Welt zu retten. Man kann also gesund und glücklich sein, ohne dass man Tiere ins Schlachthaus steckt. Ihr wollt uns immer alle reflektieren, wenn wir ein Mörder und sonst was, wir waren Nazis und Rechtssozialisten und wir haben den Holocaust ausgelöst, für was ein Fleischesser mittlerweile alles verantwortlich ist in eurer Ethik. Wir lassen euch doch leben. Mir geht es zu weit. Das ist ich sehe das ein, ethisch. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, obwohl Herr Rühl, ja, großer Respekt übrigens, Herr Rühl sehr ruhig erscheint, ist der Punkt, der Trotzpunkt erreicht. Ist der Trotzpunkt erreicht. Und jetzt ist aufgrund der Dynamik des nicht nur des Gesprächs, sondern der Art und Weise, wie grundsätzlich die Talking Points vorgetragen werden, ist das jetzt hier unumkehrbar. Jetzt ist es unheimlich schwierig, aus dieser Mentalität rauszukommen und in irgendeiner Form auch nur offen für eine fleischlose oder tierproduktlose Ernährung zu sein. Denn da kommst du ja auch nicht argumentativ ran.
Das geht halt leider irgendwie nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob sie es schaffen würde, aber ein Gespräch mit der militanten Veganerin würde mich auch so sehr provozieren, dass ich danach noch ein Steak essen will. Einfach weil dieses Trotzverhalten, ich will nichts mit der zu tun haben, ich will auch mein Anti-Mindset, was ich aus Gründen oder unbegründet habe, ist so groß, dass ich nichts, absolut nichts mit der Personalie, die mir da gegenüber sitzen würde, zu tun haben will. Das ist dann so eine Ablehnhaltung, die einen zu irrationalen und eigentlich auch echt vollkommen dämlichen Entscheidungen führen könnte. Und wenn es nicht diesen Trotz geben würde, der aber irgendwie existiert, könnte man das vielleicht umschiffen. Aber da es ihn gibt, muss man das natürlich im Rahmen seiner Überzeugungsarbeit mit reinsetzen, ne? Es gibt durchaus Leute, die sicherlich darauf anspringen, was hier gesagt wird. Nämlich, dank dir bin ich vegan geworden. Danke, dass du mich aufgeklärt hast. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso viele Leute, die in diesem Zusammenhang eine ablehnende Haltung haben, um zu sagen, hey, so schon gar nicht, fick dich selbst, vielleicht auch mit diesen derben Worten. Ich kann die Zahl ja gar nicht hochmachen. Ich weiß nur, dass ich, und das ist jetzt eine anekdotische Evidenz aus meiner eigenen Erfahrung, mit solchen Menschen leider zuerst zu tun hatte, die genau so argumentiert haben, die mich dann über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, davor bewahrt haben, fleischlose Alternativen in mein Leben zu integrieren. Und ich kriege eine unheimliche Wut auf die Art und Weise, wie das hier gemacht wird, weil ich eben erkenne, dass das genau so, dass sie ein Katalysator für diese Scheiße ist. Ich finde das so gut. Sieht das wohl nicht ethisch ein, sonst würdest du nicht so weit gehen. Sonst würdest du die Logik dahinter verstehen. Aber man darf da frei entscheiden. Ich bin halt frei entscheiden. Darf ich frei entscheiden, ob ich den Leroy jetzt schlage? Immer wieder relativierende Vergleiche bringen, um zu sagen, ich würde jetzt, guck mal Menschen immer wieder hin, guck mal Verbrechen, guck mal Diskriminierung, guck mal Rassismus. Immer wieder. Darf ich frei entscheiden, ob ich das mache? Das hat doch was mit Erziehung zu tun, mit Anstand. Nein, meine Frage ist, darf ich... Eine Ernährung ist doch eine andere Form. Eine Ernährung ist eine andere Form. Du kannst diese Frage nicht einfach beantworten. Das hat was mit sozialem Verhalten. Ja, sie ist nicht. Wir springen gerade so thematisch ein bisschen. Deshalb würde ich dir gerne noch mal eine Frage stellen. Und zwar habe ich jetzt von Markus schon so ein bisschen mitgenommen, dass er... Ich möchte noch mal Leroy dafür loben, dass vor diesem Video, dank seiner Einordnung, die eine Minute ging oder sowas, sie als die Person dargestellt wurde, die sie nämlich in der nach Recherchen ist. Sie ist ein Menschenfeind. Sie vertritt eigene spezizistische Ideale nach Carnivore oder nicht. Also, was das angeht, ist das Selbstdarstellung. Mehr nicht. Und Gott sei Dank hat Leroy das gemacht. Und Gott sei Dank ist es nicht abhängig davon, ob ich das in diesem Video oder der Reaktion mache. Ne? Also, wie ich das in diesem Video sage und ihr das jetzt auf YouTube gucken würdet und euch zu Recht fragt, warum ich mir die alte nochmal gebe, nachdem ich gesagt habe, ich mache es nicht mehr und ich bereue meinen Fehler. Ja, ungemein, glaubt mir. Ne? Ich bin der hier, der mit am meisten leidet. Aber ich finde es richtig und wichtig, und das, um den Punkt zurückzukommen, dass unabhängig davon, ob das Leute dann da nur gesehen haben, die Einordnung am Anfang stattfindet. Also, good job. Rare W. Leroy. Deine Zeichnung da auch erstmal so respektiert. Und er hat jetzt selber gesagt, dass er einem Tier auch im ersten Schritt mal das Beste wünscht und dann aber sagt, okay, wenn es um das menschliche Wohl geht, dann ist es ihm halt immer noch am wichtigsten, dass das im Vordergrund steht, weil, ne, wenn es um Lebensmittelknappheit geht oder um körperliche Gesundheit und Muskelaufbau und was auch immer, dann sagt er aus seiner eigenen Erfahrung. Wollte mich mal bitte danken, habe mittlerweile einen Tag eingerichtet, dank deiner Hilfe, indem ich fleischlos esse. Wäre das zwar nicht komplett auf Leben verzichten können, aber hey, ein Tag ist, glaube ich, besser als keiner. Ey, vielleicht wird es auch ein zweiter Tag. Versuch mal irgendwas. Weißt du, ey, ich erstmal Props für dich. Ne? Ich kann da nur mit Toleranz angehen, weil Toleranz funktioniert. Vielleicht wird es ein zweiter Tag. Weißt du, ich klatsche auch, wenn es ein zweiter wird. Ich klatsche auch, wenn es ein dritter wird. Ich klatsche auch, wenn es ein vierter wird. Genau wie beim ersten. Step by step, Digga. Big win. Denn so hat es bei mir auch angefangen, Brudi. We are the same. Ich bin am Tag, auf einmal habe ich gesagt, ey, Bruder, ich kaufe jetzt einfach mal nichts mehr ein, was das angeht. Und zack. Und auf einmal, bam. Bam. Und dann guckst du nach rechts und nach links und dann siehst du überall diese krassen Leute, die das auch machen. Und gehst du in den Grillkanal von Klaus Grillt Feinest Barbecue. Übrigens, Grüße an Klaus in diesem Zusammenhang einfach mal. Ja. Grüßt Klaus. Dann macht er auf einmal vegane Grill-Sessions und du denkst, oder fleischlose Grill-Sessions. Das ist halt geil. Das ist halt geil. Und das ist, let's fucking do this. Das ist cool. Dass er mit
diesen tierischen Produkten einfach viel bessere und gesündere Erfolge mhm. erzielt. Wie siehst du das? Weil wenn ich so in die Freiwildbahn gucke, dann denke ich mir auch, okay, da nimmt dann auch das eine Tier dem anderen Tier mhm. das Leben und mhm. überlebt damit irgendwie selber. Das ist ja so eine gewisse Grundhaltung von Markus, wo er sagt, okay, wir müssen jetzt nicht hier alle Tiere einfach grundlos schlachten. Wir schlachten die wir halt selber brauchen. Die größte ernährungswissenschaftliche Gesellschaft der Welt, die American Dietitian Association for Diet, Dietetics and Nutrition, die hat ganz klar ein Positionspaper veröffentlicht über zigtausende Studien, dass es keinerlei Notwendigkeit für tierische Produkte bedarf, damit wir uns physiologisch adäquat ernähren, egal in welchem Lebensstadium, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, Jugendalter, Kinder, älteres Erwachsenenalter. Und für Sportler steht hinten dran, es stimmt, dass teilweise die Aminosäureprofile anders sind. Allerdings hat jede einzelne Pflanze alle Aminosäuren und nur Pflanzen können Aminosäuren bilden und Proteine bestehen aus Aminosäuren. Das heißt, wir können uns mit allen Nährstoffen versorgen, ohne dass wir dafür ein Tier ins Schlachthaus schicken. Selbst wenn das so wäre, was es, soweit ich informiert bin, gesundheitlich nicht ist, dass man leichter Muskelmasse aufbauen kann, selbst wenn das so wäre, kann das keine Rechtfertigung sein, um jemandem ein Messer in die Kehle zu stechen, dass mein Bizeps dafür dann 0,3 cm größer ist. Aber das würden wir niemals mit einem Menschen machen. Das hast du doch gerade zum Urteilen, wie ich mein Leben lebe. Du bist immer am Verbieten. Warum verbietet ihr immer alles? Ihr wollt alles verbieten. Ich kann dich nur noch mal fragen, würdest du mir jetzt erlauben, dass ich ihn ins Schlachthaus schicke? Ja, lass uns den Dunkelhäutigen im Rollstuhl ins Schlachthaus schicken. Sag mal, was ist mit dir? Was ist das für eine Frage? Hä? Was ist los? Ja, wenn du das willst und er geht. Du würdest eher ihn ins Schlachthaus schicken, ja, als zuzugeben, dass du gerade einen gedanklichen Fehler machst. Nicht, dass der Lehrer damit einverstanden ist, aber das ist auch ein Mensch. Er ist nicht damit einverstanden. Du setzt ein Tier auf einen Kosten eines Menschen. Nein, ich setze doch, die genau das Gefühl. Gefühlswelt eines nichtmenschlichen Tieres, ein fühlendes Individuum. Und ich denke, wenn du schon mal einen Hund gestreichelt oder einen Schuh in ihre Augen gesehen hast. Du kannst doch nicht ein Schwein mit dem Leroy jetzt auf eine Ebene stellen, also bei aller Liebe. Ich bin auch nicht du und trotzdem kann ich mich gerade in dich hineinfühlen, dass du gerade offensichtlich einen Fehler, den du gemacht hast, nicht zugeben möchtest. Ich kann mich trotzdem... Oder bevor hier irgendjemand nochmal sagt, dass ich eine abgehobene, belehrende Stimme habe, ne? Oder dass ich irgendwie abgehoben bin, zieht euch den Scheiß mal rein. Seit 50 Jahren die Fehler, ich weiß ja, genau, wie alt du bist. Und umso schmerzhafter ist es, dass du weitere 30 Jahre dass Tiere du unnötige Gewalt an Tieren ausübst. Ich bin kein absolut gewaltloser Mensch. Absolut. Nein. Das ist nicht vereinbar, wenn du Leichenteile isst, bist du kein gewaltloser Mensch. Freunde, lasst uns versuchen, dass wir einander ausreden lassen, weil ich denke auch an meine Cutter, die am Ende dann diese ganzen Tonspuren wieder auseinanderfriemeln müssen. Also Grüße gehen raus. Seid vegan. Die Armen. Was? Also wirklich, ich drücke euch die Daumen bis hierhin, aber darauf können wir uns einigen. Versucht euch den Punkt zu merken und dann... Weißt du, sie sagt so richtige Sachen so von wegen, seid vegan. Und du denkst dir nur, halt dein dreckiges Maul, Digga. Und du denkst dir, oh Scheiße, nee, eigentlich nicht. Aber... Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht, weißt du? Es ist so ein, ich bin innerlich zerrissen. Ich bin vollkommen zerrissen. Es reißt mich auseinander und dann kommt irgendwer anders aus mir raus. Gernot Hassknecht oder so kommt dann aus mir raus und schreit ins Mikrofon. Ah! Irgendwie darauf zu reagieren, wenn es irgendwie geht. Mich würde interessieren, wie weit geht das auch so im realen Leben? Also bist du auch schon mal irgendwie auf Menschen dann zugegangen? Oder weil ich weiß das von so... Amnesty International oder so, die machen dann auch richtige Real-Life-Aktionen. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Also ich bin schon mit einem blutigen Burger, also einem blutigen Kittel in Burgerläden gegangen, beispielsweise McDonald's oder Burger King, und habe dort mit einem Megafon die Stimme für die Tiere erhoben und den Leuten mit und die warten auf ihre Burger. Bildschirmen wieder gezeigt. Ja, mir scheißegal, Digga. Ich will meinen Triple Whopper jetzt. Gib mir den. Das ist das, was ihr hier esst. Diese Cringe, Bro. Tiere können genauso fühlen wie ihr. Ihr würdet nicht gerne am Schlachthof stehen. Also das ist dann die Botschaft, die wir versuchen, durch solchen disruptiveren Aktivismus zu vermitteln. Oder wir gehen über den Viktualienmarkt. In München sind wir mal gegangen, da ist es sehr fleischlastig. Sind wir auch herumgegangen mit Plakaten und haben gerufen, haben Gespräche. Das sind eure Opfer. Ne? Ja. Ihr seid schuld. Ihr seid die schlechteren Menschen.
gesucht. Und das hat natürlich nicht nur lokal einen Impact an die Leute, die das gerade essen und verstehen, oh, was mache ich da eigentlich gerade? Wen esse ich da? Oder wessen Ausscheidungen habe ich gerade gestohlen für mein Sandwich, für mein Frühstück? Kann ich mir vorstellen. Kann sie mir mal jemanden vorstellen, der sie da getroffen hat und dann gesagt hat, oh, ich habe heute die militante Veganerin getroffen und die hat gesagt, dass ich ein schlechter Mensch bin und ich habe den Holocaust und so. Und als ich sie gesehen habe und sie mir das alles gezeigt hat, habe ich mir gedacht, nee, jetzt nicht mehr. Was wäre, wenn sie das könnte? Oh, das wäre krass. Dann würde ich den auf jeden Fall fragen, wie er es geschafft hat, nicht den Verstand zu verlieren. Also ob er entführt wurde oder sowas. Perso überprüfen. Und sondern auch internetmäßig. Also Internet ist natürlich wahnsinnig polarisierend. Man macht viel für Aufmerksamkeit. Klar, das wird mir immer vorgeworfen, du machst das für die Aufmerksamkeit. Ja, natürlich. Sie erzeugt leider nur Trotz und Antipathie, auch wenn sie recht hat. Ich würde nicht mal sagen, nur Trotz und Antipathie, aber zu einem großen Teil. Ich glaube, dass man ihr nicht aberkennen kann, dass es Leute gibt, so verstrahlt diese sind in ihrem Umgang oder so komisch sie das wahrgenommen haben, die auf Basis dieses besonderen Aktivismus ihre Lebenseinstellung oder zumindest ihren Konsum hinterfragt haben. Ich glaube, das gibt es. Also mich spricht es einfach, ich kann nur anekdotisch werden, ne? Ich kann nicht für was anderes sprechen. Ich spreche einfach, wie ich das wahrnehme und ich will ihr aber auch nicht absprechen, dass sie nicht vielleicht irgendjemanden mal erreicht hat. Ich erkläre nur, warum ich denke, dass sie eine Trottel ist. Ich mache das für die Aufmerksamkeit. Dieses Thema verdient die Aufmerksamkeit. Wir sollten alle darüber reden, wie wir dafür sorgen, dass kein Schlachthaus mehr steht. Aber wenn du so auf in so ein Restaurant reinrennst, dann kann das ja auch rechtliche Konsequenzen haben, oder? Ja, kann es. Also hat es bis jetzt noch nicht. Wenn wir aber zurückblicken in die Geschichte, wir sollten uns nicht daran orientieren, was legal ist immer, sondern das, was notwendig ist, um eine Botschaft rüberzubekommen. Wenn wir uns zum Beispiel vor dem Bürgerkrieg Apartheid anschauen, da haben sich beispielsweise die Schwarzafrikaner damals in Amerika in die Restaurants gesetzt, wo nur Weiße drin sitzen durften. Und das nannten sie Sit-ins. Das war nichts anderes als ziviler Ungehorsam. Rosa Parks zum Beispiel hat auch etwas Illegales getan, als sie sich auf die Seite von den Weißen im Bus gesetzt hat und sich geweigert hatte zu gehen. Ich möchte das noch kurz nach vorne setzen. Das ist ihr Selbstbild, ist das, ne? Das ist ihr Selbstbild. In ihren Augen macht sie genau das. Weißt du, sie könnte auf einer Bühne stehen, vor noch mehr Leute, die mit lustigen schwarz-weiß-rot gefärbten Mützen stehen und sagen, sie ist Sophie Scholl. Das ist das same shit, Alter. Könnte sie auch machen, ne? Same Vibe. Suffragetten in Frankreich, die für Feminismus gekämpft haben, beziehungsweise für das Grundrecht der Frau zu wählen, haben Postkästen angezündet, Geschäfte mit Steinen eingeschmissen und die wurden natürlich wahnsinnig strafrechtlich verfolgt, bis die Menschen endlich begriffen haben, wir müssen uns davon emanzipieren. So wie wir hoffentlich bald verstehen werden, wir werden uns von dem Massaker an den nichtmenschlichen Tieren emanzipieren. Markus, ich würde dich gerne fragen, achtest du darauf, woher deine tierischen Produkte kommen, was das für Tiere waren? Ist dir das wichtig? Das Problem ist ja heutzutage, es wird für die Allgemeinheit, jetzt für mich, ich achte schon, das Problem ist halt, dass die meisten Leute, die Fleisch essen und nicht vegan leben, sich mittlerweile gar nicht mehr entscheiden können, ob sie jetzt tierschutzrechtliche Nahrung zu sich nehmen in Form von Fleisch oder ob sie 0,02% Fett am Körper. Nach der Billigkost da unternehmen und sich da das Fleisch besorgen. Also da bin ich ein Punkt, da bin ich vollkommen bei Raffaella, dass man da schon ein bisschen drauf achten soll, dass es eine ordentliche Tierhaltung gibt und eine Schlachtung dementsprechend. Aber die Qualität leidet natürlich auch drunter, aber es ist eine Frage des Geldes einfach. Ja, wir leben auf dem Land, da gibt es einen guten Bauern, der schlachtet. Ja. Okay, aber dieses Discounter-Billigfleisch wird bei dir jetzt... Ja, es schmeckt halt auch nicht. Ne? Warum ist dir das denn wichtig? Du merkst halt schon, dass das glückliche Tiere waren. Warum ist dir das wichtig? Vom Geschmack. Vom Geschmack. Und was sagt sie jetzt? Würdest du auch Leroy essen? Nur vom Geschmack. Also die Tiere sind dir egal. Die Tiere sind mir nicht egal, aber die haben zumindest ein einigermaßen befreites Leben, bevor sie dann für den menschlichen Zweck geschlachtet werden. Für den menschlichen Zweck geschlachtet? Ja. Vollkommen unnötig, weil wir es ja nicht bräuchten. Das ist deine Findest Meinung, du, der Geschmack rechtfertigt so Gewalt? Oh Gott, ist sie ein... Genuss rechtfertigt manches Ding. Ja, das Ding. Heißt, ja, wenn mir der Leroy nicht, schmeckt, ja, darf ich ihn Gewalt... Bist, macht sie gut, ha? Huh? Die Überzeugungskampagne läuft gut. Ich finde Markus ist gerade, wir sind jetzt bei der Halftime, ne? Halbzeit! Ich finde, Markus Rühl steht kurz vor der Schwelle. Welcher Schwelle lasse ich jetzt mal dahingestellt? Entweder der Schwelle des absoluten Tiltes oder der Schwelle der Überzeugung. Aber er steht auf jeden Fall vor irgendeiner Schwelle. Ihr scheidet das am besten. Und ist kurz davor, überzeugt zu werden. Wirklich, es fehlt nur noch so viel. Nur noch eine Nachfrage. Ein passiv-aggressiver Kommentar, nur noch ein passiv-aggressiver Kommentar, um ihn davon zu überzeugen, dass er hier der
böse Mensch ist. Das ist nur noch wirklich einer. Wieder auf das Thema. Ist das ja, natürlich. Du tust immer wieder das. Beantworte das, doch die Frage. Nein. Du tust Tiere auf dasselbe Niveau eines Menschen. Dann können wir doch Schweine in den Bundestag stellen. Wir werden das. Nein, natürlich muss man es abhängig von ihrer kognitiven Fähigkeit. Also differenzierst du schon und ich differenziere auch. Tiere werden geschlachtet. Warum labert sie die ihm denn immer wieder rein? Wohl des Menschen, für die Ernährung des Menschen, nicht mehr wie soll, aber ausreichend genug. Und dementsprechend verhalte ich mich auch. Und du wirst Menschen. Menschen auf deine Seite ziehen können, ganz bestimmt. Und es wird Menschen geben, die werden weiterhin ihr Fleisch essen. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde es doch gut, dass es Menschen wie du gibt. Das ist mein Fleisch, weil ich dafür bezahle. Also ist mein Fleisch. Und dementsprechend ist es doch okay, dass es nicht gibt. Das ist Sklaverei. Was du gerade genannt hast. Ja, ich habe keinen Schwarzen daheim. Ja. Also. Du kannst doch Sklaverei an Tieren betreiben. Ja. Ja, dann ist auch jeder, der einen Hund hält, ein Sklave, weil der muss da hinscheißen, Hunde wo der will. Und der muss Sitz machen und der muss das essen, was es Menschen gibt. Und der gibt sogar auch, und der Hund kriegt auch Schweinefleisch. Also ist ein Hund auch ein Rassist. Du kannst Hunde auch reinpflanzen. Und das sind so Sachen, also es werden. Ein Hund hat keinen moralischen Kompass, du schon. Ey, und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Video eigentlich meiden wollte. Ich stehe kurz davor, hier mir ein Steak zu braten, Digga. Einfach aus Disrespect. Aber nicht, natürlich mache ich es nicht, aber ihr versteht, was ich meine? Diese Anti-Haltung, Hauptsache nichts mit ihr zu tun haben, ist so groß, dass man seine eigenen moralischen Gedanken fast hinterfragt, um zu sagen, Alter, weißt du, jetzt sind 24 Stunden Grillstream, weißt du, so. Ey, es ist, ey, Bro, was redet sie? Ja, und Schwein auch nicht. Ich finde es gut, wenn es so Menschen gibt. Genau, hier schreibt jemand, ach Quatsch, da stehst du drüber. Tue ich auch, würde ich auch niemals tun. Aber ich finde mich immer wieder in diesen emotionalen Ausbrüchen, die aus mir hochkommen. Ne? Da wird meine Speiseröhre warm und dann kotze ich an mein Mikrofon von Rode übrigens, das Podmic. Würde das Mikrofon aushalten, danach könnte ich es immer noch benutzen. Unabhängig davon ist es dann natürlich nicht sinnvoll, passiert auch nicht. Aber es ist so, Bro. Gibt. Ich finde es gut, die Umweltaktivisten sind, aber es sollte niemals eine radikale Ebene geben. Das ist mir schon wieder too much, zu viel. Andere Leute mit belästigen, mit Fleischkittel in den Dingen. Warte, war das Werbung? Genau, das ist die Frage, die ich ausdrücken wollte. Ich laufe hier auch nicht in einem Vegan-Treffen mit dem Schwein und schlacht's vor alle Leute. Das sind so Dinge, das ist mir alles zu radikal. So möchte ich mein Kind nicht erzogen haben. Und so möchte ich auch Kind nicht mit in der Welt leben, dass irgendwo mit einer Freundin ein Burger essen geht und da kommt eine Frau, die einen schweinischen Kittel anhat mit voller Blut. Also es ist unfassbar. Für mich ist das alles too much. Und ich finde, das sollte strafrechtlich komplett bestraft werden. Aber jetzt frag dich doch mal, Markus, du hast die Frage nicht beantwortet. Würdest du Leroy kochen? Würdest du Leroy kochen? Würdest du Leroy kochen? Frag, jetzt beantworte die Frage. Was sagst du selber dazu, dass Markus jetzt schon mehrfach angedeutet hat, dass ihm deine Grundintention gefällt, aber die Art der Umsetzung zu radikal ist? Oh Gott. Damals in der Bürgerrechtsbewegung war das auch so, damals bei Diskriminierung, damals bei... Ja, auf Englisch nennt sich das Paying Lip Service, also zu sagen, ja, ich bin gegen Massentierhaltung, ich bin eh für das Tierwohl. Das sagt man so leicht, aber natürlich die Handlung, die dahinter steht, ist nicht vorhanden. Mhm. Mein Anliegen ist auch nicht, die Massentierhaltung abzuschaffen, was er immer wieder betont, da sei er auf meiner Seite. Mein Anliegen ist, sämtliche missbräuchliche Nutzung von anderen Individuen abzuschaffen, genauso wie es unser Anliegen sein sollte, menschliche Sklaverei abzuschaffen und jegliche Form der Diskriminierung nicht zu akzeptieren. So sollten wir auch nicht vegan sein, nicht tolerieren. Wir sollten nicht vegan sein, nicht tolerieren? Also wie gar nicht interagieren? Weil Toleranz führt ja zu Dialog. Und wenn du warte mal, wir arbeiten auf was hin? Auf was arbeiten wir bitte hin? Sie will also nicht Massentierhaltung abschaffen, sondern sie will, warte mal, wie kann man sowas so sagen? Wegen Verbote, dass er sagen möchte, ja, man soll niemandem vorschreiben, was er zu essen oder nicht zu essen hat, wie oder dass ihn das so möchte. Nervt, jemandem was vorzuschreiben. Ich glaube, wir sind alle ganz dankbar. Was für ein totalitäres Mindset sie hat. Holy shit. Also, natürlich ist es einem bewusst, aber es wird einem so noch viel klarer, was für ein totalitäres Mindset die haben. Holy fuck.
Wegen solchen Leuten ist es so wichtig, selbst wenn sie nicht ganz funktioniert, eine Demokratie zu haben. Auch eine parlamentarische Demokratie. Auch wenn wir Leute haben, die sich vor Kameras setzen und sagen, die Heizung wird 2024 ausgemacht. Robert Habeck kommt mit einem Imbusschlüssel in deine Wohnung und dann montiert er das vor der Wand. Weißt du, so, auch wenn wir solche Leute haben, ist es doch übel wichtig, gerade hier mal exemplarisch zu zeigen, dass diese Demokratie, Demokratie wird sowas niemals zulassen. Auch wenn sie ein bisschen handlungsfähig ist, wird sowas niemals kommen, Alter. Weil dass Vergewaltigungen verboten sind, dass aktive Taten im Namen des Rassismus verboten sind und dass auch sinnloses Quälen von beispielsweise Hunden verboten ist. Warum sollten wir dann das als Gesellschaft tolerieren oder in unserem Freundeskreis gutheißen, wenn unsere Freunde sinnlos und nur für ihren Geschmack Gewalttaten an Tieren finanzieren? Das ist nicht okay. Also sollen aus deiner Sicht sämtliche tierische Produkte verboten sein? Also in einer Welt, wo es Gesetze gibt, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich will ihr nicht unterstellen, dass sie diese vegane Schiene nur fährt, um Fame zu werden. Ich unterstelle ihr das offen. Ich unterstelle das in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz klar. Die militante Aufmerksamkeitsdefizithabende ist einzig und allein in diesem besonders extremen Ton unterwegs, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie braucht, um ihr Selbstgeltungsgefühl aufzuhauen. Denn wenn sie sich mit den Konsequenzen ihres Handelns und reflektiert mit den Arten und Weisen, die sie durchsetzt, auseinandersetzen will und nicht dieses totalitäre Mindset hätte, dann würde sie sich wahrscheinlich viel mehr an einer realistischeren Herangehensweise ihres Aktivismus befinden. Da sie das aber nicht tut und da sie das aber nicht will, möchte ich diesen Vorwurf für dich formulieren, weil du es nicht machst. Ich unterstelle ihr das. Ausschließlich für Aufmerksamkeit und für das Geltungsbedürfnis in der Gesellschaft, dass sie das tut. Das konnte man am Anfang vielleicht noch nicht klar formulieren. Ich formuliere es jetzt aber sehr klar, weil das, was ich gesehen habe, zu 1000% dafür spricht. Oder sagen wir zu 99%, ja? Das Sinn macht oder nicht, sollte natürlich sämtliche Gewalt an nichtmenschlichen Tieren verboten werden und damit ihre Leichenteile sollten nicht im Supermarkt liegen, ihre Ausscheidungen sollten nicht im Supermarkt liegen, Zoos mit Tieren sollten verboten sein, Zirkusse mit Tieren sollten verboten sein, genauso wie wenn das vom Menschen käme. Okay, Frage an euch beide. Markus, kannst du vielleicht erst antworten, ist das realistisch? Also ist das irgendwie eine Möglichkeit, ist das aus deiner Sicht umsetzbar? In meiner Welt und in der Welt meiner Familie und Freunde und Bekannten nicht. Aber nach wie vor, bei mir darf jeder leben, wie er will. Ich finde es legitim. Lass mich doch ausreden, bitte. Ich finde es legitim, wenn sie ihre Einstellung hat. Ich finde es ein Stück weit so radikal, bin ich ganz ehrlich. Aber es darf jeder leben, wie er will. Und ich glaube, da ist der größte Unterschied, dass Veganer einfach zu radikal sind in ihrer Einstellung, in ihrer Umsetzung, ihrer Ideen. Sind sie leider nicht. Sind sie zum Glück nicht. Was heißt leider? Sie sind es zum Glück nicht. Nicht alle sind so. Und das ist ja das Problem. Durch dieses personifizierte Aufmerksamkeitszentrum, das da geschaffen wurde, wird halt Herr Rühl zu Recht sagen, ja, das ist der Maß aller Dinge, die sind alle so. Und das ist halt auch mal wie ein Problem. Nee, sind die nicht. Sind sie besonders nicht. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die einfach sehr stabil unterwegs sind, die sich engagieren und die das auch sehr clever machen und sehr schlau, die das auch nicht mit einem Hintergedanken haben, sondern einfach nur, um Leute zu gewissen Sachen zu bewegen und zu sagen, hey, probier das mal aus. So, wenn es dir nicht gefällt, cool. Wenn nicht, wenn doch, dann cool, cool. So, es gibt da sehr stabile Leute, sehr, sehr, sehr nice Leute. Es ist vollkommen schade. Es ist einfach schade, dass er jetzt den Eindruck hat und das auch so ein bisschen generalisiert. Und ich kann verstehen, wieso durch dieses ganze Hin und Her, vielleicht hat er vorher auch schon negative Erfahrungen gemacht, es ist dieses prägende Bild des aktivistischen, mit Blut beschmierten Menschen, der auf der Straße ist und dann irgendwie, das ist schade. Wirklich schade. Ich finde es schade. Schade, dass Herr Rühl da so eine Sicht auf die Dinge hat. Die oder ihre Überzeugung. Ich werde ihn übrigens weiter Herr Rühl nennen. Hallo Herr Rühl. Dankeschön Herr Rühl. Und das ist der größte Unterschied. Wenn ich heute in ein Restaurant gehe und da kommt ein Veganer rein, da wirst du bestimmt als Fleischesser. Andersrum, wenn ich in ein veganes Restaurant gehe, ich beschimpfe ja die Leute auch nicht, wenn sie hier keine einen Bohnen aufen. Ja. Bohnenauflauf essen. Wow. Und es ist ja okay. Okay, das mache ich auch gern mal, aber ich will auch gern mal ein Stück Fleisch essen. Das ist Freiheit und Entfaltung eines Menschen. Und das steht sogar im Grundgesetz. Ich darf Warum mich sollte frei man entfalten. Sich auch darüber aufregen, wenn jemand keine Tiere ins Schlachthaus schickt? Das würde natürlich keinen Sinn machen, wenn da ein Fleischesser sagt,
Alles ist Vorwurf, alles ist ein Vorwurf. Bruder, alles ist ein fucking Vorwurf. Ich bin sehr stolz auf mich, Chat. Ich habe nur noch 20 Minuten des Videos vor mir, mehr als die Hälfte geschafft. Wir schaffen den Rest noch. Das ist unsere Challenge heute. Unsere Challenge des Mindsets. Wir lassen uns den Tag nicht vermiesen, nur weil hier irgendwas Verstrahltes gesagt wird. Ne? Wir sitzen hier, wir stehen da drüber. Die nächsten 20 Minuten Performance. Jetzt hier High-Performer-Mindset anschalten und darüber stehen. Wir brauchen mehr Schlachthäuser. Schlachtet mehr Tiere. Und so in einen veganen Laden rennen geht. 98% der Menschen, einschließlich unserer Kinder, würden wahnsinnig leiden, wenn ich jetzt hierher statt einem Hühnerburger ein Huhn nehme und das vor laufender Kamera hier aufschlitze. Ja, wie viele von euch würden sogar versuchen, mich dabei aufzuhalten? Wie viele von euch würde der Geschmack, zumindest für eine geringe Zeit, an dem Fleisch dieses toten Tieres? Ich bin sehr wohl dafür übrigens. Ich möchte das mal hinzufügen. Das habe ich mir in meiner Wahrnehmung auch, hat sich so ein bisschen was verändert. Der bewusste Umgang mit dem Tod und der Schlachtung und dem Prozess dazu verändert den Konsum zuweilen immens. Es gibt so bestimmte Konzepte, die ich selber in meinem Kopf habe, dass ich sagen würde, ich glaube, und das ist ja auch die Idee dahinter, dass die bewusste Auseinandersetzung mit der Herkunft und der Art und Weise, wie das gemacht wird, zum Teil eine erhebliche Auswirkung darauf haben kann, ob man konsumiert oder nicht. Sprich, das Problem ist, dass Menschen in riesigen Kaufhäusern nicht mehr wissen, dass eine Wurst nun mal nicht aus der Plastikverpackung spawnt. Und es würde helfen, wenn man Wege findet, und ich meine, also es gibt schon Wege dazu, aber wenn man Wege findet, selbst den aversiertesten, ablehnenden Menschen dazu die Möglichkeit zu geben, das irgendwie noch ein bisschen für sich selber wahrzunehmen. Ich habe das wahrgenommen, weil ich in meiner Kindheit, ich bin in einer Familie groß geworden, in der es Möglichkeiten gab, Tiere selber zu schlachten, und diesen Prozess, das war damals ein Schwein, ich war noch sehr klein, dem konnte ich aktiv beiwohnen. Und ich habe diesen Prozess immer noch im Kopf. Und er hilft mir jetzt umso viel mehr zu verstehen, woher welches Produkt kommt. Und ich habe ich nutze dieses Verständnis, um auch darauf zurückzugreifen und zu sagen, da kommt was, das lebt, das wird getötet, das wird verarbeitet, das wird zerteilt, das wird ausgeblutet. Das wird in allen möglichen, in einem langwierigen Prozess passiert das. Und durch dieses Beiwohnen, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt das nicht verstanden habe, weil ich noch sehr jung war, hat mir das zu einem gewissen Tag geholfen, zumindest zu wissen, dass die Wurst nicht vom Wurstbusch fällt. Und ich denke, dass viel von dieser Wahrnehmung irgendwann dazu führt, einfach zu sagen, hey, wait a minute, Konsum verändern. Denn es geht darum, Konsum zu verändern. Konsum ist mir auch was mit Gewohnheit zu tun hat. Dann lass doch Videos laufen, wie ein Tier übelst geschlachtet wird, während die Wurst gekauft wird. Aber das funktioniert halt nicht, weil Leute ihre Produkte verkaufen wollen. Darum sage ich, es muss kreative Herangehensweisen gehen. Du kannst nicht von einem Warenhaus erwarten, da reinzugehen und zu sagen, während ihr ein Wurstprodukt kauft oder ein Tierprodukt kauft, dann musst du da abspielen, wie jemand dabei getötet wird. Das funktioniert nicht, weil Leute ja unterschiedlich mit sowas klarkommen. Ich beispielsweise würde mir auch niemals jetzt zu meinem Zeitpunkt, einfach weil ich es nicht will, Dominion reinziehen. Ich kann euch, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr selber einen Punkt braucht, an dem ihr verstehen wollt, wie sowas teilweise abläuft und wie grausam die Massentierhaltungsindustrie und diese Industrie allgemein ist, wie katastrophal, was für Schockbilder, weißt du, das auslösen kann, dann guckt euch das gerne an. Ich kann euch nur warnen in Form von einer Triggerwarnung, dass das extrem traumatisierende Bilder sein können. Und extrem traumatisierende Bilder sind halt nicht für jeden was. Darum brauchen wir kreative Umsetzung oder Ideen oder Möglichkeiten, die dir das nahe bringen, weil die Leute zum großen Teil auch nicht mehr verstehen, wie die Produkte, die sie auf ihrem Teller haben, da landen. Und das ist halt ein komplexer Prozess. Das ist auch ein Prozess, an dem sich Leute bereichern wollen. Das ist ein Prozess, der auch von Eltern beeinflusst wird, die das vielleicht nicht machen oder vielleicht doch machen. Und durch die Komplexität, also die da Aufklärung machen und vor allen Dingen Leute, die Gewinn machen wollen. Ne? Es sind Firmen dahinter, die einen logischerweise von dem eigenen Produkt machen sollen. Ne? Bewusster Konsum und Kapitalismus funktioniert nicht im gleichen Zusammenhang, meiner Ansicht nach. Also es ist super, super, super viele, es gibt da super viele Zusammenhänge, und wenn man das weiß, kann man aber bewusster damit umgehen und vielleicht in gewisse Richtungen schiffen. Ne? Ich mach mal weiter, jetzt habe ich viel gelöst. Tieres dann vergehen. Und nur weil wir es nicht sehen, bedeutet es nicht, dass... Ich möchte das nochmal sagen. Dominion kann eine traumatische Erfahrung sein. Ich, äh, ich,
Es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, guck dir das an und das hat einen positiven Effekt auf dein Leben. Viele Menschen sind halt mit dem Kopf, mit dem Gedanken, mit dem Mental Health Ding heutzutage auch nicht mehr an dem Punkt, an dem sie das tun können. Und der Gedanke ist, natürlich entscheidet individueller Konsum dafür, was gekauft und produziert wird und was eben nicht. Aber wenn uns etwas der Klimawandel gelehrt hat, dann ist, dass das Mindset und die Argumentation zu auch du kannst was verändern, nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, ganz, 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 ganz mikrogroßer Teil dieses gigantischen Konglomerats oder Problemkonglomerats ist. Versteht ihr? Also natürlich kannst du was tun. Und natürlich ist es erstrebenswert, die Gesellschaft, dein persönliches Leben so zu führen, wie du es führen kannst und vielleicht auch besser zu führen. Allerdings steht da auch eine gigantische Industrie dahinter, die andere Interessen hat und auch die Interessen durchzieht. Ist das nicht genau in diesem Moment zu zigtausenden, jede Sekunde 4000 Tiere, die ein Messer in die Kehle gestochen bekommen, für Geschmack, wegen traditionellen Gründen, das ist ja absurd. Aber zur Frage nach dem Realismus, wir würden uns die Frage nach, ist das realistisch, dass wir mal eine vegane Welt haben oder eine diskriminierungsfreie Welt haben, niemals stellen, wenn es um eine andere Diskriminierungsform geht, um darauf zu schließen, ob man dann nicht diskriminierend sein sollte. Beispielsweise wird es wahrscheinlich immer so sein, dass es manche Menschen oder Länder gibt, wo Diskriminierung gang und gäbe ist oder eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in den nächsten 50 bis 100 Jahren nicht ersichtlich ist, leider. Das ist trotzdem kein Grund, nicht dafür zu kämpfen. Und selbst wenn in 100 Jahren Zentraleuropa tragischerweise immer noch nicht komplett die Ausbeutung und das Massaker an den Tieren gestoppt hat, ist das kein Grund, nicht jeden Tag dafür die Stimme zu erheben, dass es aufhört, weil die Tiere im Schlachthaus, deren Schreie hören wir nicht. Aber würden wir sie hier hören, dann könnten wir nicht mehr so ruhig in den Supermarkt gehen und ihre Körper kaufen, ihre Ausscheidungen kaufen. Wie ist es mit vegetarisch leben? Ja. Da gibt es ja so sehr viele... Reicht nicht. Deutsche, die sich auch auf diesen Weg so begeben haben. Und das bedeutet dann halt, ja, ich verzichte auf Fleisch, aber... Reicht nicht. No. So ein Käse und eine Milch. Wie würdest du Schockbilder auf Verpackung finden? Wie funktioniert das denn bei Zigaretten? Milch und eine Butter, die ist halt trotzdem noch ein Frühstückstisch. Es ist folgendermaßen. Wenn man vegetarisch wird, weil man etwas den Tieren zuliebe machen möchte, dann ist das ein wunderschöner Grundgedanke. Und es sagt ja, dass du ein Herz für Tiere hast und dein Mitgefühl über die Speziesgrenze hinaus erweitern kannst, wie das eigentlich sein sollte. Allerdings ist es so, dass wenn man als Vegetarier immer noch Muttermilch von einer fremden Spezies... Gut, niemand raucht mehr. Ah, nee, der Vergleich ist ein bisschen doof. Nee, ich muss gerade korrigieren. Der Vergleich ist doof, weil Nikotin ja und Rauchen auch eine Sucht ist. Ich weiß nicht, ob man das direkt in einen Topf werfen kann wegen der Sucht nach Wurst. Aber es gibt auch weirde Leute, die diese Schockbilder sammeln. Davon habe ich auch schon gehört. Also legit, ich habe davon gehört, dass Leute diese Schockbilder sammeln, so als fucking Collection, so ganz weird. Guck mal hier, ich habe einen abgefaulten Fuß. Was hast du? Was hast du bitte? So schon ein bisschen, ne? So trademäßig, ne? Wie halbe Panini-Bilder. Es gibt's wirklich. Ey, gibt's wirklich. Gibt's ganz. Es gibt komische Leute. Gibt komische Leute. Es konsumiert Eier von anderen Vögeln, von Vögeln oder Fische aus dem Meer ziehen lässt, dass man damit ja immer noch eine gewaltvolle Industrie unterstützt. Halbe Quartett. Mein abgeschimmelter Unterkiefer schlägt deinen Lungenzusammenbruch. Was viele Vegetarier auch nicht wissen, ist, dass jede sogenannte Milchkuh erstens von ihrem Kalb getrennt wird, weil die geben ja auch nur Muttermilch, weil sie sind Säugetiere, so wie ich. Ich kriege nur Milch in meine Brüste, wenn ich vorher ein Kind bekommen habe. Dieses Kind wird der Mutter gestohlen, in einer Kälberbox gesperrt. Aber wie dem auch sei, in der gesamten Industrie... Von Milch kriege ich Durchfall, Milch ist Gift. Je nachdem, wie viel... Unge wusste es zuerst. Mal mehr, mal weniger Gewalt da abläuft. Am Ende des Tages gilt die Kuh als ein Nutzobjekt, als ein Sklave der Industrie, weil sie in kompletter rechtlicher Abhängigkeit vom Bauern lebt. Das ist die Definition von Sklaverei. Und endet schlussendlich nach 4 bis 5 Jahren mit einem Kehlschnitt am Schlachthof. Natürlich gibt es auch Kühe, die ein bisschen länger leben. Und ja, es gibt vielleicht mal einen utopischen Farm. Aber solange wir nicht vegan leben, sondern nur vegetarisch, schicken wir Tiere zum Schlachthof, fördern wir die Ausbeutung von nichtmenschlichen Tieren. Aber ist es nicht, wenn jemand sagt, okay, ja, ich möchte das Schlachten jetzt für mich irgendwie, dann, dass es von mir nicht mehr weiter befeuert wird und deshalb verzichte ich jetzt auf Fleisch. Ist das eine Freundin hat ein Memory draus gemacht. Oh mein Gott. Hier, ich habe zwei schwarze Finger. Bingo. Ist schon mal besser aus deiner Sicht? Also wie gesagt, der Grundgedanke ist ein schöner Gedanke, aber ich habe es gerade vielleicht ein bisschen zu komplex erklärt. Jede einzelne Milchkuh wird ermordet, sobald sie ausgedient hat.
Digga. Die Kälber werden ermordet und zu Kalbsfleisch verarbeitet. Das heißt, die Milch- und die Fleischindustrie sind ein und dasselbe. Und nahezu jede einzelne Legehenne wird ebenfalls nach 1 bis 2 Jahren am Schlachthof ermordet. Warte, sie hat auch ein Problem mit Vegetariern? Klar. Es gibt auch dieses wundervolle Video, wo sie auf der Straße sitzt und dann kommt jemand zu ihr, eine Jugendliche oder irgendjemand, der sie von TikTok kennt oder sowas, und sagt, hey, ich habe deine Videos gesehen. Ich habe, dank dir, bin ich jetzt vegetarisch. Und dann sagt sie, ja, dann warum bist du nicht vegan? Und hat sie dann voll gelabert. So, ist richtig unangenehm. Erinnert mich an dieses Meme, wo dieser Hausmeister von den Simpsons an den Fenster sitzt und dann sagt er, ah, die Linken und diese Sozi-Linken und dann die Sozi-Linken und ach, das kann nicht sein. Linke, die Sozi-Linken und anderen Linken sagen, dass sie nicht links genug sind. Und so ist es halt in diesem übertragenen Sinne auch. Veganer, die Vegetariern sagen, dass sie nicht genug machen, weil Vegane, und dann wird das ganz schnell sehr unangenehm und sehr persönlich. Ja. Du Fleisch verarbeitet. Das heißt auch wiederum, hier ist es die Eierindustrie und die Fleischindustrie ein und dasselbe. Ganz zu schweigen von den Küken in den Brütereien. Und da ist es dann egal, ob man Bio kauft oder nicht, weil die kaufen alle von den gleichen Brütereien immer nur die weiblichen Hennen, weil die männlichen legen ja keine Eier. Die männlichen Küken werden normalerweise geschreddert. Genau, Linke und Rechte sind natürlich Feinde, genau wie Linke und Konservative oder Linke und Sozis oder Linke und NATO-Befürworter. Warte hier, ich zeige euch das Meme, das ist super. Linke und Rechte sind natürlich Feinde, genau wie Linke und Konservative oder Linke und Sozis oder Linke und NATO-Befürworter oder Linke und andere Linke. Verdammte Linken haben uns links sein ruiniert. Ah, es ist großartig. Ich liebe das, ich liebe das. Vergast oder zerdrückt, millionenfach. In Deutschland ist das Schreddern mittlerweile untersagt, werden jetzt ganz bestimmt viele in die Kommentare schreiben. Werden sie halt vergast oder zerdrückt oder sie werden als sogenannte Zwei-Nutzungshühner aufgezogen und dann werden sie nach 42 Tagen am Schlachthof auf ein Fließband aufgehängt und umgekehrt in ein Strombad gefahren, mehr oder weniger betäubt und dann wird ihnen ein Messer in die Kehle gesteckt. Markus, jetzt mal die Frage an dich. Was macht das mit dir? Die Bilder von, ich habe jetzt hier Hühner, Küken, die aufgehangen werden, in ein Strombad geschickt werden, wo sie sterben. Ja, die sind ja bekannt. Ist jetzt nicht so, dass man darüber nicht Bescheid weiß. Wie gesagt, manches kann ich verurteilen, das muss nicht sein. Es ist vielleicht einfach, und das ist immer das Problem, es geht immer nur ums Geld. Ja. Mhm. Am Ende des Tages geht es nicht um tierisch, da bin ich vollkommen bei ihr. Aber es ist halt ein Teil davon und ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich lasse mir ein Stück Fleisch nicht verbieten. Das sind halt Dinge, die kommen mit sich. Einwurf in drei. Das ist die Überindustrie. Teilweise werden Dinge gemacht, der Fleischindustrie, da geht's wirklich nur ums Geld. Ich habe einen Kumpel, der hat einen Fleischer oder einen Schlachthof, da geht's hauptsächlich nur ums Geld. Deswegen wird's auch teilweise aus dem Osten importiert mittlerweile, die Arbeiter aus dem Osten. Das Thema ist so weitläufig, wir haben so viele Probleme in unserem Land, ob man es jetzt nur auf das Tierwohl... Doch keine Unterbrechung, vielleicht haben sie es rausgeschnitten oder ihr Mikro ausgemacht. ...dahin, gut, das ist jetzt Thema heute, aber das sind so viele Probleme, wo mit sich kommen würden, wenn man heute das Fleisch verbieten würde, die ganzen Arbeitsplätze etc., was da dran, da hängt eine Riesenindustrie dran. Das könnten wir ja gar nicht mehr abfangen. Okay, und so bei dir als Bodybuilder, wie hast du dich ernährt über den Tag hinweg? Was ist mit seiner Haut? Ja, Markus Rühl war so aufgepumpt, dass seine Haut halt jetzt Poren hat, die groß sind wie Teelichter, ne? Ja, du, ich kann ja mal so einen Tag aufzählen. Das ging morgens los, da gab es, genau wie Raphael heute, Haferflocken mit ein bisschen Trockenobst. Dazu gab es ein Proteinpulver, danach gab es dann 250 Gramm Reis mit 150 Gramm Hühnchen, 200 Gramm Gemüse. Dann gab es mittags 10 Eiklar mit 2 volle Eier. Dann gab es nochmal 250 Gramm Reis mit 150 Gramm Gemüse, 250 Gramm Fleisch. Dann gab es einen Proteinshake, da bin ich ins Training gegangen das erste Mal. Da gab es 10 Gramm BCA, heute gab es halt dementsprechend die EAAs. Was kein Tierprodukt ist, weiß die Raffaella bestimmt. Auch die Nahrungsmittelindustrie, ein Supplement hat sich da weiterentwickelt. Wir gehen also nicht nur ausschließlich auf Tiernahrung, sondern auch auf Aminosäuren, die künstlich synthetisch hergestellt werden. Und dann gab es heute Abend nochmal Kartoffel, ja, mit Fleisch. Und die letzte Mahlzeit waren nochmal 6 Eiklar. So, und dann haben wir die wichtigen 8200 Kalorien, die man täglich braucht. Und das ist schon gesund. Gut, das heißt, das war so dein Ernährungsstil. Was macht das mit dir, so zu hören, dass er sich so ernährt hat? Weil du weißt selber, dass sich sehr viele Menschen in Deutschland mit tierischen Produkten ernähren. Und das ist jetzt natürlich sehr viel für einen Tag gewesen. Ich würde sagen, damit hätte man auch, also damit kann man, also puh. Kann man schon eine Menge machen mit dem ganzen Essen. War ja auch eine große Verbrennung da bei diesem Maschinenkörper. Aber es gibt das natürlich auch in kleinerer Basis. Und da machen das aber Millionen von Menschen jeden Tag.
Ja, das macht genau das mit mir, was es bei jedem anderen, der nicht vegan lebt, auch macht, dass ich mir, wenn ich der Person vor allem gegenüber sitze, dann immer vorstelle, wie die ermordeten Tiere hinter ihm liegen. Ich sehe das Blut, ich höre Schreie, also wenn man das einmal verstanden hat. Ich sehe nicht Blut, aber ich sehe auch gerade rot. Sag ich, wie es ist. Was hinter diesen Produkten steht, die er gerade genannt hat, dann kriegt man die Bilder ja gar nicht mehr los. Und deswegen empfehle ich auch jedem, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem mit so dummen Argumenten wie Geschmack oder Tradition oder Normalität, wie er es gerade genannt hat, verbunden. Also ja, dass so erklärt wird. Also das tut so weh. Ich bin jetzt Nazi, dumm. Ja, das ist nicht schlau. Das ist nicht schlau. Ja. Wundert mich natürlich nicht, dass sie was nicht Schlaues sagt, aber es ist auch echt... Genau. Was war's noch? Also sonderlich reflektiert ist es nicht zu sagen, Mann, du schmeckst mir, deswegen schicke ich dich ins Schlachthaus. Du tust ganz schön die Leute das beleidigen. Das Argument war dumm. Nee, beleidigen. Ja, wie du es auflegen müsst, eine Beleidigung ist es ja erst, wenn du es als Beleidigung verstehst. Also, warte mal kurz, du hast mich pauschalisieren. Oh Gott, ey. Das reflektiert genau das Bild eines radikal, Veganers. Also, das ist genau das Bild und das ist das Problem, ja, wo ihr habt. Ihr seid einfach zu radikal, zu uneinsichtig. Ja. Und nur euer Weg, ihr seid beleidigend. Markus, hast du eine Frage vielleicht an Raffaela? Ich hätte am Anfang Fragen gehabt, aber ich habe befürchtet, dass es genauso endet. Oh mein Gott, Digga. Veganer kennengelernt, mit denen kann man normale Diskussionen führen. Die sind pro und contra, die lassen die Leute leben und leben lassen. Und die Meinung anderer und die Lebensweise argumentieren und vor allem auch tolerieren. Aber Toleranz ist ja gleich null und deswegen gibt es da keine Frage mehr. Okay. Tja. Wer hätte das gedacht? Hast du eine Frage, die du gerne Markus stellen willst? Ich habe mehrere. Ich würde auch nichts mehr beantworten. Ich würde sagen, ich würde sie einfach fragen lassen. Würde auch nicht dazwischenreden. Ich würde einfach sagen, frag. Wo ist der ethisch signifikante Unterschied zwischen den Menschen und den nichtmenschlichen Tieren, der es rechtfertigt, diese für ihre gestohlene Muttermilch und ihre Körper auszubeuten und als Sklaven zu benutzen, aber die Menschen nicht? Ein Mensch mag man das essen, das ist einfach ethisch so verankert, klar. Ich mag einen Leeräuge zu schlachten, das ist einfach von Kindesbeinen so anerzogen. Man reflektiert und man argumentiert. Der Geschmack, hätte ich jetzt gesagt. Und man akzeptiert Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welchen Geschlechts. Das ist die oberste Prämisse, was ich von meinem Kindernhaus mitbekommen habe. Man akzeptiert Menschen, auch wenn sie nicht gleich sind, auch wenn sie nicht die gleiche Lebensform oder Ernährungsform haben. Ja. Ein Tier ist mehr von Kindesbeinen aufgebracht worden, ist gerne lieb zu halten und alles, aber es ist halt auch mal für die Ernährung eines Menschen und der weltweiten Ernährung dringend notwendig. Du darfst gerne dafür einstehen, mit einer angemessenen Art, nicht beleidigend, wie du es hier mehrmals gewandt bist. Und das ist das, was ich dir sehr übel nehme in dem Moment, weil ich habe keine einige Beleidigung nach rechts geschickt. Und das geht gar nicht. Das hat nichts mit deiner Ernährungsform zu tun. Das ist eine Radikalisierung deiner Art. Mhm. Und das ist nicht akzeptabel in unserer Gesellschaft. Er hat gerade die ethisch signifikante Eigenschaft genannt, dass es sein Wertgefühl, mit dem er erzogen wurde, ist, dass es ihm nicht erlaubt, Menschen, aber Tiere schon ins Schlachthaus zu schicken. Wenn ich jetzt zurückblicke in die Vergangenheit, wurden Menschen so erzogen, dass beispielsweise Menschen dunklere Hautfarbe, dass man die diskriminieren darf. Und das war halt auch ihre Erziehung, aber das war niemals ein ethisch signifikantes Merkmal, was das... Ich verstehe nicht, warum sie Fragen stellt, wenn sie die Antwort dazu kennt. Also in diesem Zusammenhang wirkt das ja immer wie so ein Expose, weißt du, so als würde sie ein YouTube-Video drehen über irgendjemanden, ne? Aber was ist denn das? Eine interessante Frage ist doch, was müsste man Markus Rühl anbieten, damit er einen Tag die Woche vegan lebt? Was würde er es ausprobieren? Oder weißt du, so, das sind Fragen, so, die ich hätte. Was würde man tun? Würde er darüber nachdenken? Würde er es nicht machen? Würde er es doch machen? Was würde man tun so? Was ist so, also weißt du, das sind so Fragen, die einfach die man einfach sagen kann und dann einfach so auf den aufbauen. So, das wäre schon sehr interessant, aber es scheint nicht weiterzugehen, ja. Was dann anstatt erlaubt hätte oder gerechtfertigt hätte. Ethische Signifikanz in der Frage, wen ich töten darf, kann nicht... Aber das würde sie nicht machen. Sie würde dann halt, wir kennen ja diese dumme Argumentation, sie würde halt sagen, ja, aber dann tötest du ja 6 Tage die Woche trotzdem und dann, ach, der Holocaust. Oh Gott, das halt's Maul. An der Speziesgrenze Halt machen. Und ich finde es richtig, richtig schön und wichtig, dass der Markus sich schon gegen Diskriminierung im Sinne von Sexismus und Rassismus ausspricht und offensichtlich auch sein Kind so erzieht. Aber wenn man sich eben gegen Diskriminierungsformen stellt, dann muss man doch auch erkennen, die Parallelen
zwischen dem Rassismus und dem Spezies. Ja, sie ist das fleischgewordene Expose-Video tatsächlich. Da geht es auch nicht darum, Leuten, also da geht es eher weniger oder ganz oft nicht darum, dass man verändert oder dass man gemeinsam irgendwas Besseres macht, sondern geht es immer nur darum, zu entlarven und zu zeigen. Ironischerweise das fleischgewordene Expose-Video. Aber das ist schon, weißt du, das ist dieser Debate me, Bro. Weiß gar nicht, was du dazu sagen kannst. Du könntest mich überhaupt nicht debattieren. Mm. Oh. Wenn du wahrlich mich erinnert das Bild an die Situation, wo Donald Trump mit diesem vor diesem Redakteur oder Journalisten, ich weiß gar nicht, welches Medienoutlet stand, und ihm so einen Zettel gegeben hat und der das vollkommen verwirrt raufgeguckt hat. Daran erinnert mich gerade Markus Rühl und wie er auf das Bild da guckt. Gegen Diskriminierung bist. Und das gilt auch für alle Zuseher. Dann dürft ihr die Tiere auch nicht auf Basis von ihrer Nichtmenschlichkeit diskriminieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ethisch nicht konsistent. Und es sollte jetzt aufhören. Wir müssen uns gegen Speziesismus genauso einsetzen, wie wir uns gegen jede andere. Außer die Tiere sind Fleischfresser, dann vielleicht nicht. Andere Diskriminierungsform einsetzen. Ich lebe selber nicht vegan und habe mir aber selber auch schon sehr viele Gedanken in den letzten Jahren über dieses Thema gemacht und bin, glaube ich, wie ihr das beide auch aus eurer Kindheit beschrieben habt, mit Fleischkonsum aufgewachsen, mit tierischen Produkten und habe dann für mich irgendwie jetzt in den letzten Jahren herausgefunden, dass es gar nicht so viel sein muss, dass ich das gar nicht möchte. Und das ist ein Prozess, das habe ich selber so wahrgenommen, weil von heute auf morgen verändert sich leider so ganz, ganz wenig in dieser Welt. Und da würde es mich interessieren, wie du mit dem Feedback umgehst, weil mich persönlich, wenn ich das jetzt so höre, dass ich mit meiner Art halt aus deiner Sicht ein Schänder bin und ein Mörder bin, mit meiner Art zu leben. Blöd bist du auch noch. Ich kann das immer noch durch so verschiedene Ohren hören, aber jetzt gibt es ja auch einen Markus, der genau in dem Moment, wo es so dolle und extrem ist, aussteigt. Mhm. Und glaubst du nicht, dass es vielleicht um die Masse der Menschen, die am Ende auch die Entscheidungsgewalt hat, wirklich zu erreichen und zu überzeugen, hilfreicher ist, einen moderaten Weg oder die Sprache, vielleicht die Frequenz zu verändern. Weil sehr vieles von dem, was du sagst, würde ich direkt sagen, ja, das ist mit Sicherheit wissenschaftlich genauso, wie du es beschrieben hast. Aber glaubst du nicht, dass ihr einfach oder du, als jetzt hier sitzend, sehr viele Menschen verlierst, dadurch, dass es vielleicht einfach in manchen Ausdrucksformen zu direkt ist? Das ist, ich bin gespannt, was sie sagt. Ich kann es mir fast denken, mal gucken. Und es mag noch so richtig sein. Das will ich beleidigend. Gar nicht, beleidigend. Das will ich gar nicht in Frage. Markus Rühl ist aber auch wirklich ein Fleisch. Also wirklich fleischgewordener Muskel, ne? Das habe ich gesagt. Ne? Aber verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ich mache das auf dem Grund, weswegen ändern Menschen ihre Handlungen. Wir ändern unsere Handlungen, wenn das Gefühl, in einer Situation zu verbleiben, also die Vorteile in einer Situation zu verbleiben, weniger gewichtet sind als das schlechte Gewissen, das wir haben, wenn wir verbleiben. Das heißt, du wirst erst vegan, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, das mehr wiegt als die Vorteile, die es dir jetzt gerade bietet. Ich habe nicht den Eindruck, dass Herr Rühl gerade ein schlechtes Gewissen hat. Ich glaube, Herr Rühl beendet dieses Video, verlässt den Raum, steigt in ein Uber, steigt in das nächste Uber, weil das erste Uber zu klein war, fährt zu seinem Lieblings-Wursthändler und kauft einmal die Theke und nimmt die auch mit, trägt die. Weiterhin aus Gemütlichkeit und Geschmack Tierprodukte zu essen. Herr Rühl, nicht die Theke! Oder sozialer Bequemlichkeit. Es gibt nur vier Gründe, weswegen du noch nicht vegan bist. Tradition, Gewohnheit, soziale und logistische Bequemlichkeit und der Geschmack von Tierprodukten. Mal ganz ehrlich jetzt. Der Geschmack. Kann irgendeiner dieser vier Gründe das für dich weiterhin rechtfertigen, was du den Tieren antust? Ja, kann es. Mit einer gehörigen Portion Trotz kann es. Anscheinend schon. Ansonsten wären ja alle schon vegan, oder? Ha? 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 Anscheinend schon, ja. Was soll ich dir sagen? Dass du einfach sagst, dass du vegan lebst und dass ich recht habe und dass es keinen Sinn macht. Gib mir recht! Gib mir doch jetzt recht! Ich muss leider noch mal... Schmeißen Sie den Cringe weg! Runter mit dem Cringe oder ich schieße! Leg den Cringe weg! Entschuldigung. Gesehen, logisch ich kann dir nur sagen, dass die Art,
wie du das versuchst zu transportieren, ja, vielleicht etwas schwierig ist. Was soll ich dir jetzt gerade in welchem Tonfall wie sagen, damit... Sie ist einfach, also, warum hat diese Bewegung diese Person hervorgebracht? Es ist so schade. Du ab jetzt die Tiere in Ruhe lässt? In dem Moment, wo du jemandem sagst... Ja, ich kann ja Rü verstehen. Ich bin der Letzte, der das nicht versteht. Ich find's auch traurig. Du bist falsch. Was kann ich dir denn wie sagen, damit du aufhörst, Tiere zu töten? So, Hermine Granger, du hältst jetzt mal den Mund, ja? Wirklich, wie im ersten Teil von Harry Potter. Hermine Granger konnte keiner leiden. Und dann ist die mal cool geblieben. Auf einmal waren sie alle da. Oh, Hermine Granger. Oh, hier, Hermine, komm zu mir. Ah, halt's Maul. Erster Teil, Hermine, übelst nervig. Sei nicht wie Hermine Granger. So. In dem, wie du die letzten 50 Jahre gelebt hast und die letzten 25 Jahre gelebt hast, auch wenn du dich vielleicht schon mental auf den Weg gemacht hast. Das, was du da gerade machst, ist nicht richtig, das ist falsch, das ist zu wenig, das reicht mir persönlich überhaupt nicht. Da machst du oft... Bitte Hermine in Ruhe lassen. Ey, Hermine ab 2, Pock. Ne? Aber in dem ersten Teil, ehrlich, wie die in den Zugabteil reingekommen ist. Also ich guck mir jetzt mal an, wie der Ron zaubert, hä? Versucht er da seine Ratte zu verzaubern und macht, also, das ist aber nicht so gut gelaufen, oder? Fucking Hermine Granger, ehrlich. Einen kleinen Funken, der vielleicht in die richtige Richtung unterwegs ist. Schlechtes Gewissen. Tötest du. Nee, den Funken, den machst du halt vielleicht kaputt. Es ist kein Prozess von jetzt auf gleich. Es ist ein schleichender Prozess, dass ein Mensch sich Gedanken macht und langsam Entscheidungen trifft, um sein Leben zu ändern. Genau wie eine gesündere Lebensweise, Sport zu machen, eine Firma aufzubauen, ein Kind zu ziehen, mit der Frau diskutiert, eine Familie zu gründen. So, jetzt geht's so. Lebst du so dein Leben? Tust du so deine Patienten erziehen? So, entweder du stirbst jetzt oder machst das. Du machst es nicht, dann stirbst du. Was ist denn das für eine Art und Weise? Du bist doch Ärztin. Ja. Du musst doch normalerweise das Humanistische, diese Umgangsform mit Menschen, das ist dir komplett abhandengekommen. Das ist dir komplett abhandengekommen. Alle Diskussion, eine menschliche Diskussion, wo man auch Meinungen zulässt, ist dir komplett abhandengekommen. Bei welchem Moment? In welchem Moment bist du so verstorben, dass du das nicht mehr zulässt? Ich kann da auch nur aus meiner Perspektive sprechen. Markus, the Fleischberg Rühl. Mr. Rühl. Ich wünsche mir viele Dinge auf dieser Welt. Ja. Und wirklich, ich sehe sehr viele Baustellen in unserem Leben. Dass Tiere leiden ist eine Baustelle davon. Aber ich weiß auch, dass mittlerweile weiß ich das, früher habe ich das anders gehofft und gesehen, aber heute weiß ich, dass die Welt leider sich nicht mit einer Sekunde verändern lässt. Dass es in vielen Bereichen einfach seine Zeit braucht. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch im Umweltschutz. Es braucht leider Zeit und es braucht oftmals auch zu viel Zeit, aber es ist wichtig, dass man sich auf den Weg macht. Und deshalb mein Versuch, vielleicht mal für bis dieser perfekte Zeitraum oder Zeitpunkt, den du dir wünschst, erreicht ist. Wie würdet ihr dazu stehen, wenn wir ab jetzt die tierschädliche Haltung. Es hat wirklich auch eine Menge Zeit gebraucht, bis Leroy anständig ein Gespräch moderiert. Also das hier ist ja wirklich das ist hier eine außerordentliche eine außerordentliche Leistung in diesem Zusammenhang, muss man mal sagen, ne? Big win. Verbieten und ab jetzt nur noch... Nur noch und mit Biohöfen und Biohaltung meine ich wirklich frei auf dem Feld, wie es auch in der Werbung... Lehnt sie ab. So steht, das würde bedeuten, dass das Fleisch und alle Produkte jetzt deutlich teurer. Warte. Die Sachen würden teurer werden, aber die Tiere würden ein glückliches Leben führen. Du hast was Gutes gesagt, es geht nicht von heute auf morgen. Umweltschutz geht nicht von heute auf morgen, sonst stirbt unsere Wirtschaft. Das Problem ist doch eine... Die Wirtschaft! Denkt doch jemand mal an die Wirtschaft! Gesunde Tierhaltung ist sehr kostspielig. Ich habe einen Kumpel, der ist Bauer, der ist Landwirt. Der sagt, ich würde das gerne machen. Aber die Kosten, die damit entstehen, sind dermaßen immens, dass ich meine Familie nicht mehr ernähren kann. Und meine Familie ist ein siebenköpfiger, von der Uroma bis zur Oma bis das. Ich muss ein Wirtschaftsunternehmen führen. Und die Politik versucht eben alles mit diesem Wirtschaftsunternehmen entgegen meiner ethischen Vorstellung, wie ich das vor mir stelle, einen schönen Bauernhof mit freilebenden Tieren, mit Hühnern etc. Aber es ist finanziell nicht umsetzbar. Ja, Kapitalismus lässt...
Kapitalismus lässt Ethik und Moral nur ganz, ganz eingegrenzt zu. Das stimmt. Mein Kompromissvorschlag Nummer eins ist, dass... Da bin ich vollkommen bei dir. Lässt es nicht zu. Der Endkonsument am Ende den Preis genau dafür bezahlen muss, dass diese Art der Haltung funktioniert. Und da würde ich gerne zuhören, wie ihr dazu stehen würdet. Das würde bedeuten, dass die Butter vielleicht das Dreifache kostet, dass sich ein Stück Fleisch zu kaufen auch etwas viel Besondereres wird und ein Luxus. Ja, aber das machen doch schon die meisten Menschen. Ah, nee. Welche Familie, eine alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern, die berufstätig ist, die hat am 15. des Monats noch wie viel Geld, sich ein Stück Fleisch oder ein Stück Salat oder ein gesundes Gemüse zu kaufen, wie viel haben die noch? Nichts mehr. Da geht es dann die Hartweizennudeln und Zuckerketchup und die Cola, weil es billig ist, und die Süßigkeiten. Eine vegane Ernährung ist so teuer, wer kann sich das denn erlauben? Was? In Supermärkten? Also, es ist teuer, besonders wenn importiert wird, aber das... Ich habe letztens mit jemandem geredet, der hat gesagt, die Salatgurke kostet irgendwas über 2,50 Euro. Eine? Und ich so, eine Gurke, Digga? Eine Gurke? Alles klar. Das Problem ist folgendes. Ich ordne das mal ein. Er hat recht und er hat nicht recht gleichzeitig. Und jetzt fragt ihr euch, hold the fuck up. Ist das hier Schrödingers Antwort? Wie kann man Recht und nicht Recht haben gleichzeitig? Der Grund, warum er Recht hat, ist, weil er vegane Ernährung aus Plakativwerbung an sehr günstig gelegenen Alternativproduktreklamen festmacht. Das bedeutet, vegane Ernährung wie beispielsweise, wenn du keine Wurst essen willst, machen wir dir hier ein Ersatzprodukt, das die Alternative ist. Und diese Ersatzprodukte, die können sehr teuer sein. Sehr, sehr teuer. Aber ihr müsst das mal aus der Logik des freien Marktes sehen. Denn das ist halt einfach nur Kapitalismus. Es gibt einen Bedarf und dann schafft jemand ein Produkt und das wird er zu einem gewinnbringenden Preis an den Mann bringen. Und das platziert er dann auch so. Und dann sieht jemand wie Markus Rühl oder Herr Rühl, sagt dann, ey, guck mal, wie teuer dieses Ersatzprodukt ist. Aber ihr müsst das aus einer, oder ich sehe das gerne aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Luxus. Ein Ersatzprodukt 1:1 für ein bestehendes Wurstprodukt zu haben, ist ein Luxus. Rein pflanzliche Ernährung, also ein paar Töftnoll, ein paar Möhren, sich hier mal ein bisschen so zusammenmixen, Eintopf, dies, das, Ananas, das kann nicht, also das muss nicht viel teurer sein oder es ist auch zum großen Teil günstiger. Darum sage ich, es ist richtig und falsch, was er sagt. Ne? Richtig ist es, weil, Töften sind Kartoffeln übrigens, richtig ist es, weil die Produkte, die dargestellt werden, halt besonders angeboten werden und dann halt guckt man auf den Preis und denkt, oh, was ist das denn? Und falsch ist es, weil wenn man sich auf die Grundsätze beruft oder dann guckt, dann schaut man schon, ja okay, alles klar, ist schon geil. Mein absoluter Favorite, und das ist, ich sage ich, wie es ist, die Kartoffel. Ich habe, als ich jünger war, die Kartoffel nicht so sehr gemocht, aber Bruder, die Kartoffel ist ein Champion. Die Kartoffel ist ein Champion. Für manche ist es die Nudel, für andere ist es der Reis. Für mich, Digga, ist die Kartoffel the main, the one and only, carried mich durch mein Leben. Ich sitze im Rucksack der Kartoffel, die mich durch das Match trägt. So ist es. So ist es. Wenn ich keine Kartoffel hätte, hätte ich kein Leben. Es ist wahr. Da brauchst du gar nicht lachen. Guck dir bitte eine vegane Milch an, guck dir normale Milch an. Da sind wir beim 4- bis 5-fachen Drinks. Nein, ich habe einen Preistest gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Habe ich die ganzen Veganen gegenüber normale. Und da sind wir überall 30-50% teurer. Und der Mensch kann sich das normalerweise auf Dauer nicht erlauben. Das eine ist Ethik, das andere ist die umsetzbar. Mir kommt es immer so vor, ihr lebt in eurem Tunnel. Ihr seht aber nicht, was links und rechts in der Welt... Nein! Wenn Steiner mit der 6. Armee... Entschuldigung, mir gerade eingefallen, weiß ich wieso. Passiert. Okay, du sagst eindeutig, Bio ist schön und gut, das wäre ein Traum, aber es muss bezahlbar sein. Es muss bezahlbar sein. Es muss umsetzbar sein. Wie stehst du dazu? Also erst einmal, das mit dem Teuer ist natürlich so nicht korrekt. Wenn wir uns die ärmsten Bevölkerungen weltweit anschauen, was essen die? Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Hafer. Ja, aber die pflanzen es doch selber an. Die pflanzen es selber an. Ach so, und wir haben kein Getreide in Deutschland. Ja, nee, kein es Obst, wird ja immer kein enger. Gemüse. Ach so, naja. Das ist auch im Supermarkt hier zufälligerweise, was ist hier am billigsten? Hafer, Kartoffeln, Getreide, Dinkel, Linsen, Bohnen.
Gemüse, Obst muss man so oder so essen, Nüsse, Samen muss man so oder so essen. Das wird nicht plötzlich teurer, wenn man vegan ist. Und die veganen Ersatzprodukte sind teilweise noch ein bisschen teurer. Und stopp. Also ich kenne, ich muss sagen, ich kenne wenige bis fast gar keine, also wenige, nee, sagen wir wenige Ersatzprodukte, die einen günstigeren Alternative haben. Aber es ist auch sehr schwierig, als Ersatzprodukt eine günstigere Alternative zu sein, bei etwas, das so subventioniert ist wie die Tierindustrie. Also ich weiß nicht, wie man günstiger sein soll als etwas, das im Kühlregal ganz unten liegt, das vorher vielleicht mal eine Kuh war oder ein Schwein, wissen viele nicht, und das dann halt mit Milliarden subventioniert wurde. So, wie willst du günstiger sein als das? Auch nicht 30, das 3- bis 4-fache, das ist einfach eine Falschaussage. Zum Thema Bio, ja, also wie gesagt, ich bleibe bei meiner Aussage, es gibt keine richtige Art und Weise, das Falsche zu tun. Selbst das Bio-Huhn möchte nicht zum Schlachthof, und allein wenn man sich die Aussage überlegt, ich esse nur glückliche Tiere, klingt das doch noch viel psychopathischer, oder? Also Bio heißt... Psychopathen, Trottel. Ey, ich weiß, das sieht nicht so aus, aber Herr Rühl ist so kurz davor, die Schwelle der Überzeugung zu übertreten. Meistens, dass ein Schwein statt 0,5 dann irgendwie 0,9 Quadratmeter Platz hat, dass Hühner vielleicht ein bisschen statt einem A4-Papierplatz 2 Papierplätze, aber... Herr Rühl guckt gerade wahrscheinlich auf seine Holzkernuhr, hoffentlich, I don't know, könnte auch eine Tissot sein. Guckt auf seine Holzkerne um und zu fahren, wie lange er jetzt noch zum nächsten Kebab braucht. Im Ofen hat das Biohuhn trotzdem mehr Platz als in der Haltung. Ja, das ist doch so absurd. Und nein, ich plädiere nicht für ein besseres Tierwohl. Also Tierwohl und Veganismus sind komplett andere Dinge. Ja. Wir würden niemals sagen, ja, dann geben wir den Gefangenen im Arbeitslager halt ein bisschen mehr Platz. So. Relativierung, let's go. Das macht es nicht besser, dass sie im Arbeitslager sind. Und genauso wenig ist es dann besser für die Bio-Kuh, wenn sie erst nach 2 Wochen ihr Kalb gestohlen bekommt, bevor das dann in den Kopf geschossen wird. Das ist absolut unethisch. Es gibt keine gute Art, das Falsche zu tun. Ich würde die Zuschauer bitten, dass sie weitere Fragen in die Kommentare schreiben. Weil vielleicht, wir sind durch viele Punkte durchgehopst. Es ist so schade, weil sie zwischen den ganzen Quatsch, den sie sagt, auch super valide Punkte hat, oder? Mein größtes Problem damit ist, dass sie neben den ganzen guten Dingen, die sie sagt, das halt so mit so viel Blödsinn aushöhlt, dass es dann nur noch so eine leere Phrase ist, die kaum für sich selber stehen kann, weil die Personalie so kritisch ist. Das ist so, ich habe das vorhin, glaube ich, gesagt. Ich sitze da und denke, das sind viele valide Punkte, die sie hat. Aber bei Gott, Alter, die hat sie nicht alle. Aber vielleicht ist es irgendwo zu kurz gekommen. Ich sehe, du hast auch noch ein paar weitere Zettel dabei. Vielleicht müssen die in einem zweiten Teil noch mal zum Vorschein kommen. Und vielleicht müssen wir im zweiten Teil vor allem noch ein paar weitere Fragen klären. Also frag gerne unten rein. Und vielleicht müssen wir uns noch mal zusammensetzen, um das weiter zu besprechen. Ich kann euch sagen, ich habe auf beiden Seiten sehr wichtige Argumente gehört, die auch ihre Berechtigung haben. Und ich bin gespannt auf eure Meinung da draus. Ich möchte dir danken. Ich hätte mir das Video nie angeschaut, aber bei dir ist es eine wunderbare Unterhaltung. Danke. Es tut mir so leid, dass ich dich dazu reingezogen habe. Es tut mir für alle leid, die ich hier reingezogen habe. Wirklich. Ich danke euch aber, dass ihr euch hierher gesetzt habt. Ganz wichtig, weder Markus ist Repräsentant der Fleischindustrie, noch Raffaela irgendwie Repräsentantin der Veganer. Ja, ist sie das nicht? Weltweit, sondern die beiden haben ihre eigene Meinung heute vertreten. Und alleine dafür, finde ich, sollten wir in den Kommentaren auch respektvoll bleiben. Gut, das war ein sehr anstrengendes Video. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das ganz durchgucke. Allerdings habe ich es getan, zusammen mit euch. Und bin sehr erschöpft.